Wie geht's? Finale. Also meines Erachtens schaffen wir es heute Abend. Sagen wir 2:30 Uhr morgens. Das Spiel durchzuspielen. Ich freue mich drauf. Dann habe ich mein Ziel erreicht, es in 3 Wochen durchzuspielen. Und habe tatsächlich nur eine Woche gebraucht. Weil ich. Ja, ich glaube, ich habe ein bisschen viel gespielt. Auf ein Pizzabrötchen von Smile, von Joey's, von Domino's. Die sind so trocken, Alter. So schlimm. Es gibt von Smileys so Pizzabrötchen. Da ist so Schinken drin und die sind nice. Schinken und Käse. Und hier ist jetzt nur Käse drin und das schmeckt echt komisch. So. Also Ende ist in Sicht. Definitiv. Dieser Schlüssel gehört. Muss ja irgendwo im Tempel sein. Und dann muss ich hier runter. Oder? Doch. Nee, wait. Oder nach vorne. Wir sind jetzt. Lina! Hallo, Lina! Wie geht's? Wie war dein Tag? Tiersohne, das ist es. Ach, dafür war der Schlüssel. Ich dachte, das war irgendwas Besonderes. Das reicht jetzt. Alles passt, das freut mich. Das denn. Wir spielen heute das Spiel durch. Aber was Ende ist im Weg. Ich weiß es genauso wenig wie du. Ein paar Stunden, weißt du, welcher Tag? Morgen ist Freitag. Was für ein Führerschein, cool. Das ist sehr cool. Ich finde mal, den Führerschein sollte man echt so mit 17, 18 machen. Damit man. Damit man dann einfach so hinter sich hat. Weil wenn man den Führerschein hat, dann. Ich finde die Schulzeit ist die beste Zeit, um das zu machen. Hast du schon einen Führerschein, Blade? Oder bist du schwarz dafür? Diese Weltentüren nee. Spiegeln die von oben. Vielleicht ist ein schlechtes Beispiel. Dreimal durchgefallen. Serious? Dreimal in der Theorie durch. What the fuck? Nein, nicht dein Ernst, oder? Ey, komm, so behindert bist du nicht. Da oben. Tier hat die schwarze Rune mit der gleichen. Jeder macht Theorie auf das erste Mal. Das maximal am zweiten Mal. Ha, direkt neben der Jüttenheim-Tür. Interessant. Kommen wir da ran? Nicht von hier aus. Was the fuck passiert hier? Dieser Assist, ja. Den sehe ich auch so. Okay, wait. Soll ich jetzt zu meinem Sohn oder wohin? Zwei voll durchgefallen ist. Ja, okay, dann ist man halt einfach nur dumm und dann sollte man vielleicht doch nicht auf die Straße. Dann, Sieh an! Ein Heiligtum in einem anderen. Diese Wandteppiche. Offenbar Kunst der Riesen. Dann gefährdet man doch vielleicht die Mitmenschen, die da sind. Wow, wer sind die? Was sind das hier? Die Halle Tyrs. Schon was reinschreiben. Ich hatte das Spiel ja schon. Hier los. Junge, ist das die Rune für Jötunheim? Genau, und sieh nur. Die andere Seite der Tür. Der kopfstehenden Tür. Was denkst du? Geh zurück. Der Kopf steht in der Tür. Ups, oder? Ah, okay. Ah, okay. Nee, ja, klar, war ich auch immer bei der Freizeit. Hi, Neo. Na, mein Lieber. Wie geht's dir? Wie geht's meinem Lieblingsbäcker? Auf beiden Seiten sind Ketten. Ohne die. Können wir den Tempel kippen? Alles klar. 3 Kills in der Fallrunde. Gut, was? Was?
Achso, was war dann der beste Platz? Spielst du mal Duo mit deiner Freundin oder wie? Ist sie besser als du? Holy shit. Och nein, nicht zwei. Okay, nee, die bewegen sich nicht weiter. Sie greifen nicht an. Okay, gut, das freut mich auch. Auf den Statuen. Ich sehe sie. Da steht Leere. Kein Fortnite. Ach so, echt? Ach was, ich dachte, ich spiele Fortnite. Ich hatte was wegen ihr angefangen. Nach dem letzten. Zwischendrin kein Schattenfetzen. Das ist wieder ein Rätsel für mich. Okay, gut. Ist, was immer es ist. Nur durch Kippen des Tempels. Ich hätte das Gefühl, ich muss die beiden fighten. Es gibt einen Weg. Man kann den Tempel kippen. Deshalb kippen wir den Tempel. Die Logik ist bestechend. Bisschen wieder für irgendeinen Kumpel. Aber ihr habt doch beide mal meinen Fortnite-Streams geguckt. Ich bin neu. Klar, aber ob uns das wirklich nach Jettenheim. Ich mag Sprünge. Tja, wer weiß. Vielleicht bist du genauso verrückt wie dir. Ich bin echt gespannt, wie es mit Fortnite wird. Jetzt, ob der Hype jetzt so vorbei ist und ob der langsam abnimmt oder ob die irgendwas machen, dass der Hype wiederkommt. Hier ist noch eins. Aber jetzt zum Moment habe ich das Gefühl, dass es ein bisschen abnimmt. Und noch einiges mehr. Auch weil sie ein bisschen komische Changes machen, die sie nicht schnell wieder beheben. Junge. Was gibt's denn hier? Oh, nicht schon wieder, ey. Nicht schon wieder. Was gibt's hier? Das gleiche wahrscheinlich. Das gleiche. So. Weiß nicht, ob ich. Ich den jetzt hier. Kann ich vielleicht oben stehen lassen? Wenn der schon mal weg ist. Ah, ich kann die so timen, dass sie alle auf einer Stelle sind. Und dass man dann guten Zeitpunkt hat, um weiterzugehen. Weil die alle gleich schnell sind. Sagen. 1000 IQ, Mann. Auch weiter. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Platz. Ah, aber jetzt wird es schwieriger. Habe ich ein Zeitfenster? Ja. Na, ein bisschen. Muss ich das noch verschieben? Oder? Bin mir nicht sicher. Sag mal, holy fuck. Doch auch eine Weile tragen. Damit du das hier verpasst. Habt das Spaß, oder? Warte. Brauchen wir auf jeden Fall ein größeres Zeitfenster. Das ist zu wenig. Vielleicht so? Oh, die da hinten versperren das halt so extrem. Holy fuck, Mann. Okay, so. Griff doch. Hallo. Hä? Oder blockier doch nicht diese Zacken da, oder? Ey, treffe ich einfach nicht oder was ist hier los? Ich treff doch! Ich glaube, das wird von diesen Zacken da versperrt. Mein Stream leckt. Mein Telekom ist kacke. Dein Telekom ist kacke, bei mir leckt nix. Aber ich hatte auch Probleme, ich musste meinen Router heute neu starten. Genau, Neon ist so befasst. Aber danke. Aber danke, dass du erstmal die Schuld in mir suchst. Okay, irgendwie trifft es nicht. Vielleicht kann ich es mit den hinteren versuchen. Aber das ist schwer halt. Das blockiert. Es wird immer noch blockiert. Bullshit. So übelst kompakt.
Ja, okay, es war doch versperrt wegen der Zacken. Da nicht durch konnte. Ich glaube, ich kann. Ah! Verpiss dich. Gut, alter Phoenix Community. Warte hier. Ah, so ist schön. So ist angenehm. La 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 la. Okay. Ist jetzt wenigstens ein Checkpoint? Ich kann dir nur empfehlen, schön, kannst du dir auch God of War auf der PlayStation holen. Es ist so ein geiles. Es ist ein geiles Game. Ist die zweite Hälfte hat mich ein bisschen aufgeregt, aber sonst. Aber sonst hat's mir gefallen. Okay, ich brauch zwei Dinger davon. Das war der andere. Nee, musst du nicht machen, habe ich auch nicht gemacht. Das ist die ganze. Ja, nee, ich hätte es nur mal Toni besser als ich, Papa. Mach das jetzt. Mensch, toller Effekt. Jetzt bewegt er sich rauf und runter, aber ich kann doch immer noch nichts machen. Hä? Fuck. Ja, richtigen Timing. Ach so. Lul. Okay, aber so ist eigentlich ganz gut. Wenn ich komme ich vom Ding ja durch. Hey Larissa. Na, bist du wieder zu Hause? Warte. Jetzt macht keinen Sinn, das denke ich, laufen zu lassen. Ich könnte eigentlich. So? Nö. Das wie es eben war, war es eigentlich ganz gut. Hab nicht mal gar was so. Ich hab den Backstream gesehen. Das ist so eine Rolle gebacken, ne? Das sah ja mal richtig insane aus. Hey, danke! Great, hier komme ich durch. Du Lauf und Robiner. Danke, Yoshi. Vielen Dank, mein Lieber. Schon. Ja, der Yoshi hat einen Monat, glaube ich, ausgesetzt. Deswegen ist seine Streak abgelaufen. Aber danke, Mann. Es gibt bald Symbole, ne? Es gibt Ende Juli. Gibt's nicht mehr diese Subscriber-Sterne. Dann gibt's. Dann kriegt ihr so Reisschüsseln. Ich glaube, es gibt 3 Monate, 6 Monate. 12? 3, 6, 9, 12, keine Ahnung. Und diese Area tiltet mich schon ein bisschen. Oh, lol. Hä, wohin kann ich das? Nein! Nein! Okay, es ist wieder da. Ah, okay. Was zur Hölle? Ich muss das halt. Also ich brauche beide. Oh, wie schwul ist das denn? Okay, easy. So, hi Lukas. Rätselmeister, 1000 IQ Rätselmeister, Mann. Mal wieder. Hallo Senfis. Ich hab gehört, wir spielen's heute durch. Als du gestern gegangen bist, kamen neue Leute in den Stream und haben mir gesagt, dass ich das wahrscheinlich im nächsten Stream durch hab. Deswegen lief's heute durch und dann kann ich danach wieder 24 Stunden Fortnite spielen. Das. Mann, toller Angriff. Warte mal, habe ich das jetzt umsonst gemacht? Muss ich da durch? Yeah, Fortnite. Da freust du dich, ne? Hä, muss ich da jetzt durch oder bin ich hier nur wegen dieser Kiste hingekommen? Das Gefühl. Was sollte wieder so töten? Das, gestern war ich nicht so tiltet eigentlich. Ich war vorgestern tiltet.
Muss ich da jetzt durch oder nicht? Ach, hier komme ich doch gar nicht durch, oder? Hallo? Krieg ich das so hin? Okay, den kann ich hoch. Den kann ich nicht wegziehen, wenn er oben ist. Den kriege ich nicht raus, glaube ich. Krieg beide nicht raus. Hatte gestern Privatstream, ja. Das war schön romantisch, oder? Holy fuck, Mann, da will ich nicht durch. Also, wir sind gleichzeitig raus. Ah! Dich. War das süß. So ist besser. Ah! Oh. Fuck my life. Vor allem muss es gleich nochmal, aber auch auf der anderen Seite, glaube ich. Warte, wait, muss ich jetzt so die Kisten holen? Ich glaube, da sind zwei doppelt verbunden, glaube ich. Yeah! Mögt die Domino's Pizza eigentlich? Ich hab das Gefühl, die sind mega schlecht, die Pizzen. Mega schlecht geworden. Was ist das für ein Klavier jetzt? Also. Ja, eben. Ich dachte, aber die waren noch mal besser, Alter. Vor allem, die hatten so ein WM-Angebot, zwei Pizzen. Und dann kriegst du so Pizzabrötchen dazu. Aber die waren auch trocken, als fuck, man. Da schnell das Sauce nicht. Ja, ich finde Smileys geht, aber. Boah, insane. Das sind die coolen Gegner, weißt du? Die werfen nicht irgendwelche komischen Projektile auf dich. Deswegen mag ich den Part gerade. Der tiltet mich nicht so. Das haben die Dominos gegessen? Aber die haben noch so mega geile Aktionen. Ja, ich habe mir ein bisschen mehr Vitalität gemacht. Ich habe auch neue Rüstungen gekauft und ein bisschen Vitalität angelegt. Rüstung ist ja auch wichtig, ne? Oh, shit. Den kann ich killen. Na, aber nicht in der Form. Okay, der ist schon tot. Der ist schon tot. Von den nächsten Talisman aus. Naja, aber ich kann mir keinen anderen spielen, by the way. Erstens das und zweitens, bevor rein, der mich heilt. Das ist nur einzeln. Ach, du bist doch im Dorf, Alter. Was willst du? Mach schon guten Damage gegen die. Nur, es gibt welche, die Stats geben? Die bist du selber ignoriert. Ich hab, ja, immer noch, ich hab nur einen. Wait, what? Der hat dreimal. Der hat drei Slots, Alter! Wie OP ist der denn? Weil er Stufe 5 ist. Lul! Ja, ich gönn mir nur ein bisschen. Ich hab keine Vitalität. What? What? Wie geil ist der denn? Der ist ja richtig geil. Ist das, weil ich den geupgradet habe oder woher kommt das? Plus 7, Alter.
Hier geht der richtig ab. Geht ja richtig ab. Ich bin ja total OP danach. Eine Ablenkzeit. Ablenkzeit sind für Noobs. Ja, kann ich auch verbessern. Habe ich keinen mehr für die Abwehr? Die Abwehr. Ich weiß nicht. Wie will ich die dann hin? Ist wahrscheinlich immer gefunden. Zwei Abwehr und vier Wichtigkeit auf den Talisman. Achso. Der ist OP, Mann. Der ist OP. Mundfein ist für dich kein schnelles Restaurant. Ist für mich doch auch schnelles Restaurant. Es ist für mich eigentlich wie zwei, die ist nur ein bisschen, okay, ein bisschen abgehobener. Wir sollten weiter suchen. 2 von 4. Geil, Mann, ich hab sickes Material bekommen. So, jetzt die andere Seite, I guess. Was ist das denn hier? Bis Götter gut werden. Geil. Wissen ist Macht, wie ihr wisst. Ist der da oben? Wie läuft das noch? Das ist aus, oder? Oh. Willst du mich verarschen? Willst du mich ehrlich hier fighten? Lul. Hey, Mate! Na? Ja. Ist der jetzt an? Kann ich da jetzt durch oder nicht? Okay. Na, Mate! Oh Gott, ich hab gelesen, du hast jetzt geileres Internet. Oh, fuck. Ernsthaft, diese Gegner sind viel geiler. So macht das Spiel viel mehr Spaß, als wenn dann diese komischen Eismonster sind, die mich die ganze Zeit mit irgendwelchen Sachen abschießen. Ich meine, das ist doch ein geiler Part hier, oder nicht? Ich meine, so macht das doch Spaß, auch wenn ich sterbe. Oder nicht? Findest du den nicht nervig mit diesen 200.000 Projektilen? Ich meine. Hätte ich wenigstens noch einen Ansporn gehabt, das Spiel auf God of War Mode durchzuspielen, aber. Aber jetzt kommt mein OP-Talisman. Ich war die letzten zwei Streams richtig tiltet, Mann. Ich hab nicht mal mehr geredet, Mann. Ich war kurz davor, mein Stream-Key auf den Zettel zu schreiben und auf die Straße zu werfen. Soll ich mal da blocken? Ja, aber es wird einfach am Ende, es wird einfach komplett unübersichtlich dann. Nächste Tür. Sieht ja wieder sympathisch aus. Müsst hier zu bleiben, oder? Ich habe nur Angst, dass wenn ich den loslasse, dass er mich dann sofort fickt. Okay, man hat ein bisschen Zeit. Nee, warte mal. Ah, okay. Nein, das ist doch kompletter Bullshit, Mann. Aber dass ich jetzt gleichzeitig hochgehen vielleicht. Ja, perfekt. Oder? Ist das perfekt? Oh, das ist perfekt. Das ist perfekt, glaube ich. Nein, das ist nicht perfekt, oder? Sprinten, ach, hey. Ach, wusste ich gar nicht, dass ich sprinten soll. Ich dachte, ich trab da jetzt hin. Dankeschön. L3 oder welche Taste war das? Fuck, wusstest du das? Kann blocken? Achso, ja.
Nice try. Auf jeden Fall block ich etwas, was von oben kommt. Seems legend. Aber ich weiß schon, was das für ein Trick ist. Lila. Nice. Ja, seit wann hab ich das denn? Okay. Der Körperblock ist so. Theoretisch ist Kratos doch so stark, als ob wir irgendwelche Spikes das jetzt kaputt machen. Das ist doch unrealistische Scheiße. Das kann ich halt abwerfen. Ist hier irgendwas oder ist wahrscheinlich im nächsten Raum? Ich tippe auf den nächsten Raum. Ja, ein bisschen eng hier, ne? Das blockiert? Was da? Ne, ist doch nur das Schleim von diesen Monstern. Doch. Ah. Ey, Rätselgott. 5000, Mann. Schon wieder. Gott auf Rätsel. Sterbe ich nicht, oder? Okay. Da würde ich sterben. Darf ich das? Bin mir nicht sicher. Muss ich schaffen, oder? Ich will leben, Mann. Na klar. First try. Ist ein Teil von der Starship. Gut. Gut, noch eins. Die meinen offensichtlich nicht uns. Mann, der Kopf hat so einen guten Humor, ne? So insane. Good job, guys. We did it. Oh, der ist ein bisschen... Oh, es sind zwei. Es sind zwei von diesen Bastarden. Oh. Aber der hat kein Schild, das ist gut. Ah, es sind die beiden, die wir getroffen haben. Dann kommen die einfach nochmal, oder? Wie es einfach abprallt. Was macht der da? Oh, danke, Buddy. Oh, fuck. Ich glaube, ich werde sterben. Die Vermutung. Ah. Komm schon. Oh, ich hätte ihn killen können. The fuck? Ich meine, der Radius ist noch nicht mal so groß. Ich hätte ihn killen können, Mann. Das ist so dumm. Ich bin so brainless, Mann. Upsala. Warum habe ich diesen Spell? Willst du mich ficken? Ich will den gar nicht. Wieso habe ich diese Rune? Kann sich im Fall ändern, oder? Ja, ich habe doch das hier. Ich habe das andere gemacht. Wie
Teil, der einfach nur mit dem Rücken zu mir ist. Komm. Kann ich ihn nicht runterwerfen? Soundeffekt, Mann. Okay, den kann ich killen, Easy. Oh weh. War das ganz cool. Ah, schade. Aber der ist auch schwer. Warte, ich benutze kurz meinen besten Talisman in-game. Dann packen wir das. Warum ist der Krüppel jetzt im Arsch? Nein! Hier, das ist doch krass, Mann. Oh, man kann es. Ah, Junge! Ich hab kein Heal mehr. Dürfte ich mitmachen? Relax, natürlich, ich kann's joinen als Atreus. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Easy Mode? Holy fuck. Ah! Nein! Ah! Ach was. Oh, danke, Brudi. Er ist der geilste Typ, Mann. Der geilste Typ. Nein! Oh. Jetzt darf das Feuer mich nicht killen. Schon Level 100 Battle Pass. Nein, ich mache die Challenges nicht. Was sind diese Challenges? Ich am besten, ja, ich war gerade, was der cooler und vom besten Talisman ever ist. Oh, nein! Oh, ich hab grad den Spell von Dings benutzt, von Atreus. Der hätte ihn gestunt. Nein. Oh, scheiße. Witzig ist, der hat den Schild greift so selten an, ne? Du lässt ihn ja voll im Stich. Oh, fuck. Ja. Sein Kopf ist eigentlich. Oh, nein! Oh, shit. Ah, das kann ich auch wissen, dass er das mal drauf macht. Okay. Mal besser Talisman im Game wieder. Ich meine, er ist immer am Start, Mann. Oh, dieses Kackschild. Dieses kackdämliche Schild, Mann. Lauf doch das hier! Ich war da nicht drauf gefahren. Ja, das gibt's bei God of War umsonst. Holy shit. Oh, es ist halt dumm, weil mein Speed.
Das ist halt so Standard, immer hinter einen zu gehen, aber weil man halt hinter ihn dodgt, wenn man vor ihm steht, weil man dann... Wow, okay, das war Mad Life. Das war richtig Mad Life. In deinen Anus. Bin ich getroffen? Nee, alles kalkuliert, Junge. Alles kalkuliert. Wait, what? Nice one. Oh. Oh, ich will zurückwerfen. Das ist ein geiles Battle. Tschu! Nein! Wait, Tile. Oh, der Tilt geht wieder los. Ganz, ganz, ganz sensible Stelle. Was kommt jetzt? Ja, seit wann kann ich den so oft benutzen? Das Gefühl, ich konnte den immer nur zweimal benutzen. In einer Stunde. So heftig Ablenkzeit, dass man das so krass merkt. Das ist schon insane, man. Ah ne, der Talisman ist einfach geil. Das ist nicht, hat nichts mit Ablenkzeit zu tun. Der ist von Natur aus geil. Vorsicht, Vater! Ich verstehe mal Miraculi, man. Boah. Junge. Komplett auseinandergekommen. Das ist ja nicht was anderes als Stärke. Nee, kenn ich nicht. Brokkoli, achso. Deswegen schreibst du immer Brokkoli. Ich dachte, wegen den Heal-Teilen schreibst du Brokkoli. Mann, jetzt verstehe ich endlich mal den Insider nach 450 Malen. Es lag da einmal so ein Portal, was man so greifen konnte, auf dem Weg zum Gipfel. Und ich hab. Die waren mir zu stark, Alter, bin ich auch durchgegangen. Verprügelt. Oh, ich wollte dich köpfen. Nein! Holy shit. Mach! Junge. Zeug, den Tempel zu kippen. Ja, aber der war mir zu schwer, deswegen. Sagen wir doch nicht mehr den Tempel kippen. Es klingt langsam normal. Oh, wollen wir da kaputt machen, ne? Gut, die machen es auf dem Rückweg wenigstens einfacher, indem sie die den synchron machen. So, hier war der Anfang, oder? Jetzt, kippen wir den Tempel, ne? Eine Armee aus Statuen. Die erwachen bestimmt nicht zum Leben, falls euch das Sorgen macht. Hier Quatsch. Oft er träume von einer Welt des Friedens, in der nur Soldaten Statuen nötig sind. Netter Bursche, aber er hat sich selbst ziemlich ernst genommen, oder? Ging's zurück? Da nicht. Ja, nämlich nicht mal den Rückweg. Ach so, ah, okay. Monkey! Ich weiß, was ich versprochen habe, aber falls das hier nicht funktioniert, denk dran, Tyr hat guten Grund für diese Hindernisse. Er macht die Jüttenhelm für Odin unerreichbar, aber es herrscht kein Frieden. Stimmt, aber es gibt Hoffnung. Wir arbeiten alle zusammen. Das ist Eintracht.
Genau das sagte die Ruhe. Eintracht Frankfurt. So. Aus den Beinen heben. Weiß er. Deadlift. Jahrelang trainiert. Kreuzheben. Beste. Falls einmal hohe Gewalt die Antwort sein sollte, bin ich nicht verstanden. Auf deiner Seite zu sein. Und wir sind nicht tot. Ein echtes Plus. Da, links. Von da aus können wir rauf zur Weltenreisekammer klettern. Oh, er hat recht. Ich sehe es auch. Wo du gekippt hast, kann man hochklettern. Das war dumm. Ey, wusstest du? Selbst ich lag an die Folge YouTube hoch, ne? Und das sind ja so 4 Stunden Material. Und weißt du noch, in dem Stream, wo ich diese Fahrstuhlmusik gelaufen lassen habe, wegen der habe ich einen Hinweis bekommen, dass ich gecopyrightete Musik in meinem Video aufnehme. Mann, der Scheiß, Mann. Diese 5 Sekunden. Ja, wir müssen raus, oder? Das hat nichts mehr zu tun. Oder? Ja. Da muss ich gar Copyright. Ja, anscheinend schon. Anscheinend zum Hochklettern. Muss ich gar nicht hier hin? Klettern, sagst du? Ja, bei den Statuen. So. Müsstest du mich nochmal erinnern, wenn ich weggehe? Die Noten, okay. Hey, warte auf mich! Schade, jetzt mache ich mir so ein Hinknie-Emote. Aber Bless RNG geht auch high weggeflext. Siehst du mich? Wer ist Samot am Start? Niemand könnte all das alleine schaffen. All diese Wer ist Samot am Start? Was soll man machen? Wir können beweisen, dass nur wir sie überwinden können. Klar, wir streiten. Vater und ich. Du und Freya. Ganz schön lange mal vor, ey. Hey, bei Aber ihm. Zusammenarbeiten sind wir ein gutes bei Team. Ihm kann man. Das ist Tiers Prüfung. Deshalb werden wir Jötunheim erreichen. Muss man schon sagen, dass er es verdient hat. Er hat sein Equilibrium gefunden. Was bedeutet das? Er meint, du sprichst besser als ich. Das ist gut so. Ha! Da lässt sich der Tempel wohl doch drehen. Seht mal, der Baum steht auf dem Kopf. Oder sind wir das? Bin ich mir sicher. Warte. Anlässlich heute auch noch auf dem Channel. Was gerade aus Adress geschimpft hat. Meinst du nachdem er ihn abgeschossen hat? Ja, das war schon eine Szene. Junge, dein Messer. Hätte er ihn erschlagen müssen. Oder aufstecken müssen. Und? Was ist das? Eine Art Weltenstein. Lass mal sehen. Thumblas Euter, das ist der Eintrachtstein. Eintracht! Dass er tatsächlich existiert. Wenn Tyr ihn besessen hat, erklärt das, wie er all die Welten erreicht hat. Und andere Länder noch dazu. Er hielt ihn. In Odins Bibliothek. Ja. Ja, das ist es. Jetzt begreife ich erst.
Darauf ist Thiel in der Zwischenwelt abgebildet. Du weißt ja, verlasse niemals den Pfad. Tja, Thiel folgte immer seinem eigenen Pfad. Verstehst du, was ich meine? Nö. Ja, die Zwischenwelt. Warum steht der Baum jetzt wieder richtig rum? Auf Tirs Schrein war also zu sehen, wie er den Ast des Weltenbaums verlässt. Und du glaubst, um den geheimen Weg nach Jötunheim zu erreichen, müssen wir das auch tun. Das tue ich. Ja, eben war er wenigstens falsch rum. Nee, war es wenigstens logisch. Chemisten für etwas, das ich euch zusammenbraue. Wenn ihr schlau seid, werdet ihr ihn finden. Also habe ich irgendwelche Nebenquests gemacht, du Spasti. Hoff mal nicht. Ist Level 5 eigentlich das Maximum? Oder ist es, also steht da noch 6? Oder ist das so ein Crank? Kommt damit bald wieder. Ich habe Pläne. Ist nur ein Prank. Ist ernsthaft? Alter, 80.000 für seinen scheiß Bogen. Darf ich sonst noch was sein? 80.000? Willst du mich verarschen? Ja, das wird wahrscheinlich mehr als ob den Last, okay. Ja, hab ich mir auch schon gedacht. Vor allem, weil man dann ja keine neuen Skills hat. Ich hab keinen blauen. Soll ich was fassen? Ich hab, glaube ich, keine blaue Armrüstung. Also eine Lila, ne, meine ich, habe ich nicht. Boah. Die fickt ja meine Schatz komplett, Mann. Das sieht gar nicht mal so bad aus. Also es sind halt die wichtigen Sets, die ich dann plus habe. Aber es lohnt sich nicht, Mann. Minus 25 Runen? Ja, was ist mit meinem Dings los? Ah, ich muss hier noch upgraden sonst. Nee, eine Armrüstung habe ich nicht, eine Lila, die ist blau. Ich glaube, jetzt kann ich seinen Bogen nicht verbessern. Tja, sorry, ich bin wichtiger. Ich bin Big Digga. Oh, kann ich das verbessern? Nö. Nice, der ist so geil, der Runangriff. Der hat noch einen Platz bekommen. Wenn nichts lila ist. Oh. Plus 2 Stärke, plus 3 Vitalität. Gehen wir auf Vitalität, oder? Doch lila. Oh. Achso, ich hab doch eine neue bekommen. Yourself. So. Ja, Mann, endlich meine Lieblingswaffe auf Level 4. Juhu! Okay, ich bin durch. Ey, komm, der geht noch. Yes! Ich hab alle Spells. Ich bin full equipped, das kann ich ignorieren. Juhu! Okay, die beiden noch. Kann man löschen eigentlich. Wetten wir, für den Endboss muss man eine Zeit lang nur die Ketten benutzen. Also. Wohin geht's? Zwischenwelt. Hä? Ja, muss ich sehen.
Wenn man Support. Achso, ja klar, natürlich. Das ist ja sowieso Wartezeit. War das nicht deine Idee? Den eigenen Weg finden, oder? Hui! Wow! Wow! Boah, schade, kein Gedicht. Verdammt. Kannst du es ihm geben, sein Fist? Hat er schon gefappt, wenn nicht? X-Ronja. Ich will das jetzt ungern zeigen. Aber ich guck das jetzt mal so im Hintergrund. La 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 la. Aber das fände ich gefällt, dann werde ich es doch mal machen. The fuck. Aber das ist. Ich, irgendwie finde ich das schon zu fick, Mann. Das ist. Also ja, kann man. Ach, sie ist eine kleine Streamerin. 4000 Follower. Aber Partner. Da weiß man, worauf Simon steht. Da weiß man, worauf er steht. Hast du auch gesehen? War die da auch schon Partner? Ja. Gönn ich ihr. Natürlich. Ich glaube, die haben so einen Grundvertrag. Simon entdeckt so Frauen auf der Straße und sagt so, hey, wenn du Streamer wirst, mache ich dich sofort zum Partner. Und natürlich, wenn du mir einen Tit-Job gibst. Achso, lul. Ich dachte, das ist ein Ladezeichen. Er ist hier über den Rand getreten und der Eintrachtsstein hat ihn geschützt. Let's go! Bereit? Bereit. Tja, wenn es sein muss, Freunde, es war mir eine Ehre. Hab Vertrauen. Das ist unglaublich! Ich dachte, da wäre eine Brücke! Interstellar! Woo! Wie kann mir ohne Magen nur so schlecht werden? Ach komm, das war großartig! Da! Der Turm! Ich wusste, dass hier unten was ist. Unglaublich! Wie versteckt man etwas, das in allen Welten existiert? Wirf es aus allen Welten in den Raum dazwischen. Raffinierter alter Tier. Ist Jötunheim auf der anderen Seite? Das kann nicht sein. Man geht nicht einfach durch Vanaheim zum Midgard-Gipfel. Aber wie benutzen wir ihn? Lasst uns einen Blick reinwerfen, aber passt auf. Tiers kleine Prüfungen sind nie so einfach, wie sie scheinen. Ist mir aufgefallen. Ziemlich spärlich. Der Sockel. Ich glaube, hier wird ein Fight stattfinden. Oh nein! Der Stein ist fort! Der Turm! Er absorbiert die Energie des Steins! Irgendwas passiert! Bewegt er sich? Woher kommt der Chor? Was geschieht jetzt? Ich hab keine Ahnung. Aber schlimmer als der Fall eben wird es bestimmt nicht werden. Oh nein, das hier ist wirklich nicht schlimm. Pass auf, Vater. Die Axt ist 100 Millionen Mal besser, Mann. Ich komme mit diesen Kackketten nicht klar. Ehrlich nicht, ey. No. Das ist wieder diese Menschenmassen, ne? Aber wenigstens keine Projektile. Ich komme da nicht durchs Gegner. Nein, wirklich. Okay, ich bin RIP. Ah, das habe ich am Anfang scheiße gespielt. Akzeptiere ich. Luma! Es sei denn, du gibst mir jetzt noch Heilungssteine, dann bedanke ich mich bei dir. Junge, der Comeback.
Junge, penetriert, Mann. Penetriert. Und uns Bett. Gute Nacht, Mate. Mann, ich früh zu schlafen. Wo sind wir jetzt? Oh, das ist Alpha. Dann mal los. Ah. Aber was ich ahn schon, ey. Wenn wir keinen Bock haben, irgendwelche neuen Gegner zu machen, einfach, nehmen wir einfach die alten. Ah, oh, vielleicht hab ich Flashbacks, Alter. Aufstehen. Fabio musste auch um 6 Uhr aufstehen und war bis 3 Uhr hier, Kappa. Oh fuck. Alter, die halten ja richtig viel aus, Mann. Wo ist Brokkoli? Der kann doch nicht. Gibt's einen Checkpoint wenigstens nach diesen Zombies? Ah, Junge, das war brutal. Ah, soll ich den benutzen? Haltet durch! Nee. Be yourself, Mann. Muss um 8 aufstehen, war um 5 da. Ehrenmann. Willst nicht eigentlich. Ja, ich kenne mich damit auch nicht aus. Okay, gut, das ist ein Checkpoint. Alter, ich sehe nichts. Fuck. Ich glaube, das ist auch der Sinn von diesem schwarzen Nebel. So ist er ausgerastet. Also so schlimm ist es tatsächlich nicht, ne? Warum auch immer er einfach mal den Fokus gewechselt hat. Ich hatte auch mit hier, ich auch. Der eine ist doch fast tot, Mann. Ich sterbe. Nein! Scheiße auf. Oh, wie lucky. Oh, Alter, ist das lucky. Junge. Junge. Das war hart. Wo kommen wir wohl als nächstes hin? Ich weiß es nicht. Oh nein! Sie
Warte, reißt man jetzt durch die ganze... Achso, deswegen kommen verschiedene Gegner. Wenn man jede Welt einmal so durchgeht. Sei bereit! Ach nö. Axt Abuse. Oh, get ready for the bands. Ich mach als letztes. Oh Gott. Nein! Oh, ich hab mich verklickt! Oh, fuck it. Ich wollte ihn auch nicht nutzen. Ja, I'm back. Doch, gleich weiter fighten. Deine Mutter, Lukas. Kann der verprügelt, Mann. Wir gehen nochmal der Axtangriff. Yeah, das ist sick. Die gleiche wie PUBG. Fürs Ende. Wir nehmen einfach alle Einheiten und recyceln sie. Easy Dodge. Den kann ich gleich steuern, glaube ich. Ja, den kann ich gleich steuern. Und dann kann ich den dafür prügeln. Mensch, die Katze kennt ja irgendwo her. Oder ich verprügel erstmal die Kleinen und widme mich dann alleine den Großen. Ich glaube, ich hätte ihn killen sollen. Hau Scheiße. Von rechts. Spawn unendlich, diese Mini-Viecher da. Oh shit. The fuck? Alter, ich war fast full HP, Mann. Die gleiche, die ähnliche Engine wie Dings, wie... Das erinnert mich halt sehr nach so was das Game, ne? Also so von, das vom Story, von der Story her, also vom Storytelling. Nein, nicht nur, weil es auch ein kleines Kind dabei ist. Keine Sorge. Ja, aber wenn es, wenn sie so ist wie Ellen Page, das ist doch klar, dass sie lesbisch ist, Alter. Der Arthur ist wieder schwul, ne? Macht Damage, Mann. Oh, saftig. Saftig in deinen Anus. Wie du one-shottest mich jetzt, Mann. Ich benutze jetzt erstmal meinen OP-Talisman. Ich kann es schon.
Irgendwie hat gefühlt diese Flächen Schaden. Das haben wir aber nicht so lange. Okay, mit Full. So, jetzt wirst du vergewaltigt, mein Lieber. Was soll das so? Warum muss ich das jetzt machen? Okay. Easy. Hat angehalten. Es ist vorbei. Ja, aber wo? Aha. Diese Spells sind so underwhelming von den Ketten. So, sind wir, Brudi? Da, wir sind wieder in Midgard. Da ist die Brücke. Geschafft! Der Turm ist wieder an seinem Platz. Jetzt kann uns Tyrs Weltenkammer nach Jötunheim bringen. Wie hat Tyr das gemacht? Odin vermutete, dass die Riesenreste der urzeitlichen Jötner Erschaffungsessenz besaßen. Das Zeug, aus dem alle Welten gemacht wurden. Der Eintrachtstein wurde wohl auch daraus hergestellt. Ihn einem Außenstehenden anzuvertrauen, auch wenn es Tyr war, zeigt ihm. Okay, das mit den Welten verstehe ich jetzt nicht. Und also, jetzt normal. Können wir alle Feuerschein anzünden und sehen, was geschieht. Bin zu dumm dafür. Also, ich verstehe es schon. Aber. I don't know. Stirb! Nichts für Casuals. Du musst Vikings schauen, genau die. Ach, das ist Vikings über die Mythologie. Ja, ich mag. Also ich weiß nicht, ob ich diese ganzen Götter so geil finde. Ihr beide macht wirklich geil. Da gucke ich lieber Zweite Weltkrieg-Dokus. Auf Arte. Ich weiß nicht, was wir in Jötunheim vorfinden, aber wir müssen unsere Spuren verwischen. Odins Raben werden ihm berichten, dass der Tor... Und der Marvel-Film mit Thor. Ja, den, okay. Also gut. Das habe ich aber auch davon abgehalten, Thor zu gucken, ne? Aber Thor Ragnarok habe ich geguckt. Hast du das auf Reddit gelesen, Dentist? Jötunheim! Es ist soweit, es geht los! Yeah! Wahrscheinlich das letzte Gebiet, oder? Moment, warte mal, das wird nicht funktionieren! Was? Ist kein Weltenkristall da? Tyr muss die Energie mit seinen eigenen Augen umgelenkt haben. So ist er auf Nummer sicher gegangen. Was für Augen die Erden? Ich habe ein Auge. Eins. Odin hat mir das andere ausgerissen, eben damit ich nicht reisen kann. Tut mir leid, Jungs, ich dachte, es funktioniert. Was hat Odin mit deinem Auge gemacht? Das hat er. Hat es. Wer weiß, wo er es versteckt haben könnte. Wir sind so weit gekommen. Es muss doch einen Weg geben. Hört mal. Wir nehmen einfach dein Auge, Atreus. Aber seit Jahren sehe ich Sindri oder manchmal Brock an diesem Berg herumlungern, wann immer Odin zu Besuch kam. Vielleicht wissen die etwas. Brock und Sindri. Mann, ey, cooler Prank. Jetzt funktioniert's bestimmt. Nein. Da bin ich ja glatt drauf reingefallen. Haha. Wo finden wir Mimirs zweites Auge? Oh. Oh. Das. Tut mir leid. Um genau zu sein, Odin bat mich. Er gab mir den Auftrag. Er zeigt es mir, wisst ihr, und ich. Lehnte ab. Verzeihung, und. Entschuldigte mich? Na, das hilft ja weiter. Wisst ihr, das war etwa zur gleichen Zeit, als Odin vorbeikam und mich bat, eine Statue mit einer Art Geheimfach zu bauen. Tja, da das keine Waffe ist und die Asen ein Haufen pickelgesichtiger Spinner sind, habe ich ebenfalls abgelehnt. Ist das Mais?
Aber ich weiß, dass er sie trotzdem baute. Welche Statue? Es ist die von Thor, wo er sich seine Eier am See schaukelt. Die Schlange hat sie gefressen. Tut mir leid. Geht schon viel besser. Wie sollen wir in der Schlange suchen? Innen drin? Finden wir besser heraus, was die Weltenschlange dazu sagt. Okay. Tja, ich weiß nicht, was vor uns liegt, aber jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, eure Ausrüstung auf das Schlimmste für uns noch einmal zum Horn. Ach so. Ja, okay. Ich guck mal. Ich glaube, ich habe da nichts Besonderes, oder? Hab ich erst nicht viel gemacht. Nein, ich habe Geld, um den Bogen zu verbessern. Dann habt ihr den Alchemisten aufgespürt, den ihr finden solltet? Den Verbesserung? Was brauchst du? Ja, ich mach das mal. Auch in 80.000. Es ist voll teuer, Alter. Why? Weißt du, keine Sorge, Ravia, Nico ist nicht da. Okay. Was wollte ich noch erzählen? Auf dem Hurricane. Aber es ist doch jedes Jahr so, dass das Wetter richtig scheiße ist und dass sie sich echt immer die Tage aussuchen, wo es komplett am Regnen ist. Kann ich damit hoch? Bin ich auch nicht hier. Ich glaube, ich muss auch mal dahin, ey. Ich muss auch mal dahin. Aber woher kriegt er die Kraft? Woher kriegt er die Kraft, so ein scheiß Teil zu blasen, Alter? Wieso bist du nicht auf dem Hurricane, Lukas? Der Bass, Mann. Der ganze Boden wackelt. Ist die Statue etwa verloren? Sie glaubt, sie ist vielleicht immer noch in ihrem Magen. Und die Schlange lässt euch in ihren Mund rudern, um euch umzusehen. Lego. Lego Schmego. Es ist so. Sie ist auch nicht krass. Ist das so ein Comedy-Part oder was ist das? Das ist voll unnötig, Alter. Und da kommen dann jetzt noch irgendwelche Gegner. Ah, das sieht schon aus wie ein größeres Gebiet. Also, let's go. Wollen wir das wirklich tun? Uns von der Schlange verschlucken lassen? Du musst nicht mitkommen. Na, das will ich. Das ist Game Over, okay. Dann kommen die Credits. Also, sie hätten die Schlange töten müssen. Das ist das Geile an diesen Story-Games wie Heavy Rain. Kannst du das Spiel doch ehrlich so manipulieren, dass alle tot sind oder du kein richtiges, vernünftiges Ende hast und das Spiel dann vorbei ist. Teil 2. Teil 2, wie man aus der Schlange entkommt. So wie Prison Break. Snake Break. Aber 22 Folgen hinauszögern. Ja. Ich war auch noch nie im Bauch eines Riesen. Und du, Vater? Noch niemanden, der mich gar nicht fressen kann. Das wird Deep Throat. Das ist so gut wie Tony. Ein bisschen practicen muss ich noch, Mann. Und dann schalte ich das Game kurz auf easy. Aber mein Hauptziel ist erstmal ein Overwatch Pro zu werden. Ich hab mich ja ehrlich gefragt gestern, ob wir einen Duo-Stream machen von Unravel 2. Ein bisschen dunkel hier, ne? Noch heute kommt Wind. Freu mich schon. Aber das Ding ist, wir spielen das ja nicht mal online, so wie bei The Way Out, sondern halt, er müsste zu mir kommen oder ich zu ihm. Lustig, von sowas habe ich oft geträumt. Vor Träumen braucht man keine Angst zu haben. Ich weiß, es hat mich nur an das Gefühl erinnert. Damals, als Kind. Suchen wir die Statue. Mensch. Geiler Paul. Freuen's, wenn ich invade. Unravel? Ist das. Ist da an Invaden?
riecht gar nicht so schlimm wie erwartet. Wie fermentiertes Heidegebirge. Eigentlich sogar recht angenehm. Du bist echt schräg. Kennt ihr das Unravel dich? Ja, vielleicht hilft er uns. Meinst du, man sollte mir mal Diablo helfen? Willst du hier anlegen? Ja, will ich. Und los, also, ja, komm, ja, das ist ja nicht mehr. Was für ein Hammer. Wieso killen wir denn nicht eigentlich Thor oder so? Oder Odin? Wenn man da die ganze Zeit labert. Habe ich nur angelegt wegen der Truhe da? Zu boosten, ah ja, stimmt. Dann machen wir das so. Den Big Boss schon erst da verbrannt. Ist es denn schon safe, dass da noch ein Sequel kommt? Ja, okay, mit dem Erfolg wahrscheinlich schon. Drei Teile werden geil. Da drüben ist etwas. Geil. Wow, geil, Lukas. Mann, das ist ja so geil, dass du Level 150 wurdest. Das freut mich so sehr für dich. Jetzt kannst du endlich in den Club gehen. Die ganzen Chicks aufreißen. Jetzt geht's los mit den Weibern, Alter. Jetzt geht's los. Digga, was ist das hier? Ein Aram gespielt. Sag mir noch, welches Level du in League of Legends bist. 112. Mensch. Das ist nicht zu schaffen. Ja, was ist denn hier? Falsch? Level 31, oha. Ja, bin ich falsch? Ich will schnell mein BES-Equipment kommen. Vater, da drüben! Ja, ich will auch Diablo. Oder ist was? Ist irgendwo einfrieren? Es soll doch Paragon 2 kommen, wenn es ist. Hast du gehört? Sagt wer? Das ist sogar offiziell. So offiziell. Geht das noch weiter? Aber von anderen Herstellern natürlich, nicht von Epic Games. Stell dir vor, Fortnite würde richtig abkacken. Kann auch nicht rüber, ne? Ich kann auch nicht rüber. Bevor das war eingestampft, ja. Stell dir vor, der wird richtig abkacken und Paragon wird der neue Hit. Es war League of Legends. Paragon Esports incoming. Cool, es ist eingerastet, wie los. Ist nicht da geblieben. No! Ja, ich weiß, du Spasti, halt deine Fresse. Warum? Was warum? Warum? Machst du nicht diesen Freeze und dann Totenlanzenbild? Nee, ey, ich mache lieber Dragon Hunter und dann mache ich Pierce of Force, Mann. Nee, ich glaube die gleichen. Ich weiß auch nicht. Aber bestimmt übernehmen die einiges davon. Die Plattform erreichen wir nie. Was für eine Scheiße. Ich dachte, ich komme da jetzt rüber. Da kannst du auch easy rüberspringen, Junge.
Was ist das? Nein, eine Kuh. Ja, ich habe nur 200. Das ist das Problem. Ich weiß ja nicht mal, was ich so richtig mache. Weil das hier so fucking dunkel ist und ich Kopfschmerzen bekomme. Da ist Endstation. Lass den Kran springen, okay. Brauche ich meine Axt noch für irgendwas? Oder kann sein, kann ich die da lassen? Aber ich sehe hier nichts, Mann. Scheiße, ich hier. Willst du mich ficken? Wieso geht das auf einmal? Nur weil es ein Zentimeter... Nur weil es ein Zentimeter... Nein, ich kann schließlich nicht mehr hindurchsehen. Unnötig. Gott, sonst wäre ich auch runtergefallen. Ab ins Bett. Alles klar, Yoshi. Bis gleich. Lässt du mich wieder Kappa Pride laufen und einpennen? Ja, ist dein Auge. Vielleicht solltest du das in meinen Kopf stecken, zur Sicherheit. Sachte jetzt, sachte. Ich danke dir. Man kann das räumliche Sehen echt vermissen. Geil. Jetzt seht ihr wieder, guckt er wieder in 3D. Aber komm, den Ort kann man nicht verlassen ohne Fight, oder? Jetzt muss einmal noch dieser Troll kommen mit dem Riesenstein an der Schulter. Mensch, das wär's jetzt. Geil. Aber diese Chiffre-Dinger sind optionale Gebiete oder optionale Sachen oder wie? Okay. Kannst du mich bitte runterlassen, du Stück Scheiße? Wenn ihr nicht runter, das macht gar keinen Sinn. Ich will hier runter, ne? Feuerwesenprüfungen. Okay. Werde ich wahrscheinlich nicht machen, ne? Gehe ich nicht von aus. Wie ist das, Mimi? Tja, ich kann nicht sagen, dass ich mich ganz fühle, aber es ist eine Verbesserung. Ist der Bifrost intakt? Es wird reichen. Dann haben wir alles, was wir brauchen. Endlich! Wir gehen nach Jötunheim. Jetzt hält uns nichts mehr auf. Kleiner, weißt du, was das Schicksal herausfordern bedeutet? Jetzt kommt was. Irgendwas passiert jetzt. Das war etwas furchteinflößend. Reizt unsere Anwesenheit Jörmungandrs Magen? Jörmungandrs? Etwas stimmt nicht. Was geschieht mit dir? Gar nicht. Oh, die Schlange stirbt, ich sag's euch. Puh, es ist vorbei. Wird sie geschlagen? Was ist das? Beeilung. Sehe ich ganz genauso. Ich hab
fuck. Ich sah gerade aus wie sonst. Ihr sagt, dass er stirbt, Alter. Junge? Junge. Oh, die arme Schlange. Oh, alles gut. Hab mich schon daran gewöhnt. Was ist passiert? Was ich hab, yeah. Ich hab Style und das Geld. Etwas anderes. Ich hab all das, was den Fotzen so gefällt. Ich hab Style und das Geld. Ich hab all das, was den Fotzen so gefällt. Kommt heute noch Terra? Da! Nee. Danke, Mann. Dankeschön. Danke dir, mein Lieber. Da ist Tippi im Geldkapper. Was kannst du konzentrieren? Du kannst konzentrieren, was hier passiert. Wir können dir noch trauen. Bevor ich dir 10 Minuten Danke sage. Halte Abstand, bis wir es wissen. Die Weltenschlange. Was ist passiert? Wir hatten gehofft, du weißt es. Du bist weit gereist. Ich suche meinen Sohn. Ihr beiden. Habt mir die Augen geöffnet. Du weißt gar nicht, wo er ist? Nein. Doch die Wälder und Wiesen sprechen von ihm. Ich weiß, er ist hier in Midgard. Wann hast du ihn gesehen? Ist lange her. Noch vor deiner Geburt. Warum stehst du denn so weit weg? Was ist los? Was ist passiert? Dein Sohn will uns töten! Da ist er. Ist die Schlange jetzt RIP? Das ist aber doch nicht. Deswegen bin ich doch so froh, dass du hier bist, Blade. Ich euch beide ich die große Schlange Baywatch. Habt ihr eine Ahnung? Auch nur den Hauch einer Ahnung? Was ihr mich gekostet habt. Mein Sohn. Also ich weiß, wie man ihn killen kann. Safe call. Ich bin hier. Lauf nicht weg. Ja, es ist ja vom Anfang. Oh, ich gehe nirgendwo hin, Mutter. Ich weiß, dass du wütend bist. Ich weiß, dass du noch dasselbe fühlst. Doch ich möchte, dass... Was ich fühle? Was ich fühle. Ich habe die 100 Winter geträumt. Von diesem Moment. Habe alles genau durchdacht, was ich dir je sagen wollte. Jedes Wort, damit du dann endlich begreifst, was du mir alles geraubt hast. Aber jetzt wird mir klar... Du musst eigentlich überhaupt nichts begreifen, weil ich dich gar nicht brauche. Nein, zurück, Kratos, das hat nichts mit dir. Der Weg, den du wählst. Rache. Er bringt keinen Frieden. Glaub mir. Du. Um dich kümmere ich mich später. Oh, jetzt killt der Freya, Mann. Erst die Familie. Ich schwöre. Das wieder. Oh. Ja, sorry mit Flash, ne? Danke nochmal für die 5 Euro. Jetzt geht wieder der 10-jährige Fight los. Okay, mein Gott, ja, das hilft mir. Nö. Ach nö, nicht schon wieder. Okay, der Fight ist scripted, da wird kein Ende nehmen. Ey, ist jetzt who we won? Den besser, ey. Wende dich lieber davon ab, Junge. Das wird nicht schön.
Ich lass das nicht zu. Nein, Junge. Na schön. Also die ihre Ragen nicht lösen kann, Alter, wenn die nur mich kriegst. Oh, nein. What the fuck? Atreus! Du blutest. Atme, Junge. Atme. Pressen. Generiert er jetzt wie Kratos? So. XD. Geprankt. Was ist das? Ich kann das spüren. Geil. Der wird zum Emo, Alter. Der ritzt sich die ganze Zeit jetzt. Ich damit. Kann jetzt alles spüren. Nein, im Hintergrund. Er ist verwundbar. Aber woher kam das? Let's go! Oh nö. The fuck? The fuck? Ich sag doch, die Frau wird böse, weil wir killen die noch. Was ist los? Will Freya uns töten? Nein. Ach, das ist der Spargel? Achso. Dieser Beil, den du schlug auf den Mistelzweig? Im Köchergurt. Die spielen der. Also jetzt weiß ich, was du meinst. Verletzt. Ja, sah nicht aus wie ein Pfeil. Er ist nicht nur verletzt. Deswegen mochte sie die Pfeile nicht. Kann man ihn töten? Ganz bestimmt, langsam erinnere ich mich. Jetzt erinnert er sich. Wir gehen einfach zu ihr nach Hause und klauen die Pfeile. Was jetzt eine Ladezeit gehört oder was? Sie kontrolliert dieses Ding? Haltet euch da raus! Ich weiß, ich kann ihn umstimmen. Nein, Weib, kannst du nicht. Nein, Weib. Er hat vor, dich zu töten. Du kannst Nein, Weib. Mich nicht aufhalten. Niemand kann das. Wo ist er? Es ist mir egal, wenn er mich tötet. Dab. Dann killen wir die Frau auch. Das ist alles bald vorbei. Da! Jetzt hab ich auf. Sofort! Da kannst du aufhören, hier Streichlichter zu spielen. Du nervst. Warum hat der eigentlich so viel Leben und ich hab so wenig? Cool, Vitality gegangen. Ich glaub auch, Mann. Gott, ich verwechsel die ganze Zeit Schild und L2. Ja, dann sollte dich das doch killen, eigentlich. Es ist kalt. Geil. Krieg dich mit deinen Kackrampen. Hör auf damit, ich bin nur bei Badabolos. Du kannst mich nicht festhalten. Soll der Scheiß. So kalt. Das ist toll. Ah, ich brauch keine andere Waffe mehr. Ich sag's euch ja, die zwingen mich dazu, dass sie diese Scheiße dazu benutzen. Low. Ich ahne langsam, dass es der letzte Fight ist, wahrscheinlich. Beziehungsweise, dass man ihn hier jetzt wahrscheinlich killt, oder? Ich bin gleich dead.
weil man jetzt auch sterben kann. Unlucky. Okay, das ist jetzt keine Scripted mehr, das ist jetzt der richtige Fight. Nix ist scripted. Das ist ernst. Ich guck bei Tori. Ah. Wenn ich so treffen lassen, ey. Ich fühle! Es ist kalt! Nein! Oh Gott! Die nervt, Alter. Diese fucking Ranken. Gerade mal einen Brokkoli benutzt, Mann, und jetzt kam so eine Zwischensequenz. Das war scripted, Mann. Ui. Alter, fuck! Oh, der Fight ist eigentlich gar nicht so bad. Ist ja nicht so. War nicht so schwer. Ich mach ganz kurz den Dings für Troja, für Toni, wollte ich sagen. Für Bitflash. Gedichtszeit. Nein, schade. Kannst du ihm geben, Senfis? Dankeschön. Danke nochmal, ne? Liebe dich. Dafür gibt's Terra. 130 Körner. Wird Toni gebaut. Der First Try, Mann. Ja, dann werde ich doch nicht, wenn ich. Er sagt Open mit, weißt du, und wir deffen noch. Und er defft noch. Okay, der One ist useless. Will mich. Der erinnert mich echt an den Dark Souls 3 letzten Fight. Morgen Deutsch. Ah, dann ist Wochenende, Brudi. Morgen ist Freitag und Samstag spielt Deutschland. Mann, ich will die Waffe nicht benutzen. Das hält mich auf!
Oh, Junge. Das ist ja eigentlich... Achso, okay, da darf ich nicht reinlaufen. Ja, jetzt wo er fühlt, kann die Mutter doch scheißegal sein. Ist doch geil. Aber nein, er will seine Wut immer noch an uns auslassen. Ah, klar trifft das, klar. Projektile. Ich sag's dir, 55 von den, also 80% von den ganzen Toten kommt davon, dass kommt von Projektilen. Diese Ranken nehmen so den Flow aus dem Fight, ne? Aber meine Runden bringen auch nicht so unbedingt viel, ne? Das, yeah, ich hab die größer gemacht, die Kisten, jetzt seht ihr die öfter. Kolli. Das sandt ihr nicht. Ja, geht mal diese scheiß Eiskacke da mal irgendwann weg? Okay, jetzt. Boah, Brudi. Ist das schmerzhaft aus. Junge. Let's go. Habe ich das falsch gemacht? Atreus. Atreus. Ich bin hier oben. Mir geht's gut. Hallo. Und mir geht es wunderbar. Hab mich nie so lebendig. Siehst du, dass ich nur Feuer benutzen, denn nur die Axt benutzen kann? Es ist so dumm, dass aus dieser Stimme, aus diesem Kopf da diese Stimme kommt. Ja, klar. Ach, und die fokussieren jetzt nur mich, oder was? Normal. 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 Wir fügen wir dem Fight jetzt mal ein bisschen AIDS hinzu. Let's go. Let's go.
Let's go. Junge, diese Hurensohne. Oh, danke, NK, vielen Dank. Dankeschön für den Host von dir. Hab den Stream gesehen. Echt? Schön, dass du da bist mit mir. Was ist denn das für Scheiße jetzt schon wieder? Ja, einfach blocken, glaube ich. Ich glaube, das kann man blocken. Einfach blocken. Du musst nicht so dumm sein und rollen. Wie war dein Stream, Mann? Hast du Spaß gemacht heute? Wie geht dein Internet mittlerweile wieder? Oder bist du noch mit dem Internet in der Body on, ne? Für den Eltern. Dann bist du. Viel Spaß. Was für ein Müsli, Alter. Du musst doch Chicken Wings essen. Bist du behindert? Wie wäre es mit deinem taktischen Verlust? Ist schon angerissen. Ja, du warst halt eben nicht mal hier, deswegen. Oh mein Gott, Mann. Ich meine, der Fight wäre so gut geworden. Der Fight wäre so gut geworden, wenn sie diese ganzen kleinen Gegner nicht hier hinzugefügt hätten. Sind noch Steine? Nein! Aber ich meine einfach, dass die nur mich angreifen, ne? Ich meine, ich verstehe es halt nicht. Ich verstehe die Begründung dafür nicht, dass die nur mich angreifen. Macht doch gar keinen Sinn. Oh, na klar, ich war Hitbox. 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 Außerhalb. Tja, so unnötig. Also es ist nicht so ätzig wie. Es ist nicht so ätzig wie sonst, ne? Aber. Es wäre nur nett, wenn der Junge auch mal ein paar killt und nicht nur da oben steht. Wieso steht der überhaupt da oben? Ich spring mir diese Teile an, ey. Oh, komm schon. Alter. Yeah!
Junge, wie soll ich das denn blocken? Ich meine, das Teil verfolgt mich und dann. Oder machst du so eine Combo drauf oder was? Ja, moin. Dieser Fight, Alter. Dieser Fight. Oh mein Gott, Junge. Ist das AIDS? Ist das AIDS, Junge? Kann jetzt eine neue Phase beginnen mit Checkpoint, bitte? Das wäre... Oh Gott, Mann! Oh. Krieg Arschflattern, Junge. Krieg Arschflattern. Hi, Philipp. Ja, vielen Dank, Mann. Dankeschön. Was ist jetzt Prime, Mann? Danke dir. Langeweile. Aber ich sag's dir, Prime lohnt sich nicht, muss ich schon sagen. Also wenn du viel bei Amazon bestellst. Ist schon dieser Kill. Ja, vom Ding her schon, aber es fuckt halt ab, ne? Ach Gott, okay, darf jetzt reden. Aber nochmal ein Spin für dich, ne? Muss man nebenbei mal machen. Ein bisschen Pause, oder nicht? Geil. Vielen Dank. Ein Monat warten und weiter. Wieso ein Monat warten? Geht das so? Danke. 50 Eiskönner. Woo! So. Nein, nicht die Fortnite-Szene. Wow, 50. Let's go, Senfus. Das macht mir einfach doch den Damage, Alter. Alter, das sind ja alle, ich kann ja alle killen. Champ. Aber danke, dass ich den Prime Sub bekommen bin. So eine Kunde. Nicht spoilern, ja? Aber der Dingsangriff ist eigentlich mega gut gegen diese Kleinen, der einen leichte Roland wirklich nicht hat. Oh fuck, ey. Ja, da stirbt. Das hab ich auch gehört. Das ist kein Spoiler, sonst kenn ich schon. Ach,
Mann, das ist so lästig, Alter. Weil dadurch sehe ich dann halt nicht mehr, wo der ist. Holy shit, Mann. Ah, es ist so AIDS gerade, ey. Ne, den hab ich erased und hab seitdem kein Spiel mehr gesehen, glaube ich. Und aber hab ich bestimmt gesehen, aber hab ich vergessen dann zu kaufen. Kann ich hier jetzt nicht nachholen, oder? Gott! Bitte mal, hier ist das. Es gibt mehrere. Wie am Anfang, der spawnt wieder sein und mal. Okay, ich kann ihn noch nicht fighten, wie alles. Okay, ich brauche eine neue Taktik. Das Ding ist, im 1 gegen 1 ist ja voll durch, so, hey Tony. Im 1 gegen 1 geht's voll durch. Aber wenn diese Fickviecher dazukommen, dann krieg ich graue Haare. Das ist wieder viel Scheiße, Mann. Ja, sorry. We can do it. Kann dich nur noch um Stunden handeln. Wie lange verfolgt mich diese Fuckmann? Junge, lass mich mal in Ruhe. Bitte. Okay, ich dachte, ich habe genug Zeit, um diese Fuckviecher anzuvisieren mit meiner Axtwurf, aber. Der Typ nervt mich ja konstant, Alter. Das geht gar nicht. Okay. Der Talisman hat mich gerade gekillt. So. Wir spielen das jetzt ganz geduldig. Ich hab doch geblockt! Junge! Wieso aktiviert sich meine scheiß Hole nicht? Oh.
Meine Fotzone aktiviert sich die ganze Zeit nicht. Artikel auf ihrer Wunschliste sind im Angebot. Trackmania und Bloons TD5. Bloons ist ein geiles Spiel, Mann. Ich meine, was dachten sich die Boss, was dachten sich diese Designer eigentlich? Ja, dann tun wir nochmal 500 Gegner so auf einen Fleck, die Infinite Spawn. Das klingt doch nach einer guten Idee. Ja, cool. Und jetzt doch ein paar Projektile. Wow, das wird cool. Cooler Bossfight. Ja, ne? Kann ruhig öfter auf dem Festival sein. Endlich! Endlich, Mann! Junge! Piss dich, Alter! Hohohoho! Hier ist der nächste Checkpoint. Das ist gut. Oh. Jetzt will er die Mutter bumsen. Jetzt ist er horny. Atreus! Er stand einfach den ganzen Fight auf dieser Säule, ne? Und hat von da aus geschossen. Schießt er auch den richtigen ab. Ja, aber Kratos lässt sich ja erst mitfighten, ne? Warum eigentlich? Füße. Eieiei. Oh, Booty! Tomb Raider oder was? Ich dachte, jetzt kommt so eine GTA-Szene, wo er auf meine Aim muss. Alter. Sniper, Junge. Als ob, Mann. Er wirkt jetzt beide gleichzeitig Kappa. Das kann die Mutter auch mal helfen, oder? Ach man, ist ja immer zur richtigen Zeit verfügbar, der Albada-Modus. Yes, das kriegst du aus dem Maul.
Also einen Fall gibt's nur, wenn das kommt jetzt. Let's go. Ihr müsst aufhören, XD. Boah, lernt er immer die neuen Angriffe, Mann. Okay. Jetzt bin ich wieder ich hab doch gesagt, im Bossfight bin ich dazu gezwungen, diese Ketten zu benutzen. Das war klar. Okay, nevermind. Nicht, Mann. Oh, okay. Große Kette mit dem besten Fans gegen Eier, ist doch umgekehrt. Die Axt ist doch besser im 1 gegen 1 und dann Kette halt, wenn da so viele Mobs sind. Meiner Meinung nach. Aber ist wahrscheinlich denkst besser für alles klar, Mann. Noch oben. Junge, hör auf das zu dodgen. Das ist ja, aber die habe ich nicht. Ich hab auch keinen Bock, dich zu grinden. Du gehst in der normalen Uhrzeit schlafen? Was ist denn da los? Gute Nacht, Mann. Danke nochmal für den Sub, ne? Vielen Dank. Tja, mein Sohn ist bald tot, ne? Es muss nicht auf diese Art enden. Mann, ey, du kannst ja echt deine Form wechseln. Echt oft deine Form wechseln. Treus, hilf mir. Hab's geblockt. Wenn du auf die Gamescom kommst, kriegst du 93 Cent. Kauf ich dir ein Eis, kriegst du sogar 1,10 oder so. Weil du eine Schlampe bist, Alter, oder auch sonst. Wir haben ihn bald. Merkt er sich. Oh no.
du bist, Alter. Alter. Hau rein, Mann. Gute Nacht, ne? Oh, Scheiße. Darf nicht übermütig werden. Holy fuck, Mann. Ein Stein. Der blockiert den Stein, Alter. Nein! Warte, das ist scripted, ne? Okay, das ist scripted. Oh. Also, diese Zwischensequenzen sind schon epic, ne? Alter. Oh, ist ja richtig am Bluten, Mann. Ey, komm, wir müssen den abschlachten. So, ich hab eine Idee. Mutein. Gut gemacht, Junge. Ach, die lebt noch. Yo. Yo. Let's go. Let's go. Oh, wir können gleich beide killen. Was war das denn für eine Pause? Komm schon! Tu es! Tu es! Halt! Bitte! Er ist besiegt, Vater. Er ist keine Gefahr mehr. Ach, jetzt macht er auf einmal die Weisheiten. Nicht mehr folgen. Du lässt sie in Ruhe. Ich brauche deinen Schutz nicht. Ach, hör ab, Mann. Der muss geköpft werden, Junge. Atreus. Wo ist der böse Atreus hin? Stech ihn ab. Mit dem Dolch. Du kannst einfach. Nicht anders. Nicht wahr, Mutter? Ganz gleich. Das stimmt, ne? Ich sag's euch. Was ich tue oder sage. Was hat der einsieht? Mischt dich einfach immer wieder in mein Leben ein. Ich wollte dich doch nur beschützen. Ich war... Ich bin immer noch barfuß. Ich habe Fehler gemacht. Ich weiß. Aber du bist jetzt frei. Du hast, was du wolltest. Versuch mir zu vergeben. Lass uns bitte neu anfangen. Nein. Niemals. Denn ich werde dir niemals. Muss er von hinten kommen, zack, mein Kopf weg. Du musst dafür büßen, dass du mir mein Leben gestohlen hast. Ich habe gebüßt. Ich habe gebüßt. I'm Eric Main. Aber wenn nur das allein dir Frieden bringt. Und wenn nur mein Tod die Fehler berichtigt, wehre ich mich nicht. Ich weiß. Gib mir. Fan. Der Kreis endet hier. Wir müssen besser sein als das. Genau das wollte ich. Genau das wollte ich.
Sehr schön. Was heult die jetzt rum, Alter? Die wollte ihn erwürgen. Der wollte die erwürgen, Mann. Heul doch nicht rum, du dumme Fotze. Choke me, Daddy. Er wollte es. Ich schwöre, hier mit dir, jeder. Als ob, Alter. Und jetzt ist sie noch mad. Und jetzt muss ich noch gegen sie fighten. Gräuel anzutun, versprochen. Ich werde deinen kalten Leichnam durch alle Orte, in allen Welten tragen und dich dann Hels Abschaum zum Fraß vorwerfen. Das ist mein Versprechen. Er hat dich gerettet. Er hat mir alles genommen. Was für alles, Alter? Du bist doch schon klargekommen. Ja, diese dumme Fotze, Mann, die ist ja genauso wie die Streamerin, Alter. Genauso eine dumme Fotze. Auch so eine Hipster-Feministin, Mann. Du bist ein Monster. Ist sie was? Von Bosheit und Zorn. Will die jetzt killen? Nie ändern. Dann kennst du mich nicht. Gut genug. Und er? Junge. Hör gut zu. Ich komme aus dem Land Sparta. Durch einen Götterpakt verlor ich meine Seele. Ich tötete viele, die es verdienten. Da kommt der Chor. Und Unschuldige. Ich tötete meinen Vater. Das war dein Vater, Neil. Lebt man so als Gott? Muss alles so enden? Söhne töten ihre Mütter, ihre Väter. Nein. Wir entscheiden selbst, welche Götter wir sind. Ohne zurückzublicken. Wer ich war, wirst du nicht sein. Wir machen es besser. So romantic. Ach, der will mich jetzt killen. Stirb, du fuck Emo. Ja, verpiss dich in dein Loch. Dumme Hipster-Hure. Tja. Zieh dir Schuhe an! Sind wir wohl jetzt die Bösen? In ihren Augen ja. Aber sie hatte diese Wahl nie. Hätte er hinterherrufen müssen, natürlich. Beenden wir diese Reise, solange ich die Kraft habe. Okay. Ich verstehe nichts. Ich weiß, es war nicht bis sie zurück. Aber sie waren am Ende richtig böse. Nicht böse? Nicht böse, tiltet. Ihren Sohn. Kann ich schnell reisen? Der Tod eines Kindes können Eltern nicht leicht verkraften. Muss ich schnell reisen? Sie töten. Kann ich machen, oder? Gestorben, damit er lebt. Das können nur Eltern verstehen. Also dürfte ich dich töten? Wenn du stattdessen lebst. Ja. Hör mal. Es gab keine Leichen. Für niemanden. Aber wir sind uns einig. Richtig. Die Welt ist ein besser. Wir hätten sie auch umbringen lassen können, dann hätten wir ihn killen können. Das wäre eine bessere Wahl geworden, dann wären beide gestorben. Dann zurück zu Tyr's Tempel. Ein letztes Mal. Und Simon und Luki. Jotunheim wartet. Luki kommt da noch rein. In den Keller mit den Leichen von Nele. Was haben wir beide denn gekostet? Und Nani und Brina. Und. Sicher nur Lügen. Warum hat die Mist den Bann gebrochen? Und Bitflash. Magie ist sehr mächtig. Aber ihre Regeln sind nur schwer fassbar. Eine ja, ist so. Kann damit bestimmt umgehen. Oh, das ist alles so verdammt tragisch. Baldur war das größte Geschenk, das Odin Freya gab. Das einzig Gute aus ihrer Ehe. Sie wollte ihm nur Schmerz ersparen und sich selbst ihn zu verlieren.
Doch solche Regungen lassen gute Eltern oft schrecklich treffen. Was soll das denn, Poro? Ich dachte, wir sind jetzt in 6 Wochen. Oder 6 Monaten. Ich kann auch nicht wissen, für etwas, das ich euch zusammenbaue. Wenn ihr schlau seid, wie Mann, so viel Rüstung, die ich mir schmieden kann, könnte. So insane. So insane. Ich schnell vorher. Ich hab die Zeit, nicht mitbekommen. Scheiße. Geil, das verkauft man. Ich hoffe, du bist zufrieden. Greif halt mir. Ach so. Ja, dachte ich mir schon. Okay, ja, okay, was. Okay, dachte ich mir nicht. War jetzt ein kleiner Spoiler, du Fickhure. Es geht los. Aber. Okay. Ich wollte auch lieber Valkyrie killen und noch 5 Nebenquests machen. Pass auf jetzt. Ich kann jetzt alles ausgeben. Also nähern wir uns dem Ende. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Welt nicht verfügbar. Helheim? Was? Helheim oder welche? Nee, das war. Die klingen alle so gleich, Mann. Hier. Ja, vielleicht kommt jetzt noch ein fetterer Endboss, aber. Mal sehen. Kommt jetzt gleich das Ende. Ach, schön. Ich hab das Game in einer Woche durchgespielt. Nimm ihn. Oh, klar. Hab ihn. Hoffentlich explodierst du nicht oder so. Hatte ich nicht bedacht. Vielleicht sollten wir das besprechen. Nee, wird schon gut gehen. Bereit. Oh, das ist unangenehm. Der arme Kopf, Alter. Jetzt, Junge. Boah, Laserbeam. Nice one. Das 20 Mal gezählt. Es war eine schöne Reise. Schönes Game eigentlich. Und? Auch wenn das gegen Ende hat es mich echt getiltet, ne? Wir werden sehen. Gegen Ende hat es mich echt ein bisschen getiltet. So, die zweite Hälfte war schwul. Auf ein Wort, bevor wir fortfahren. Also das Letzte, was ihr beiden da oben braucht, ist ein verwesender Kopf. Ich warte besser hier. Es geht um dich und den Jungen. Stimmt. Aber wenn dich jemand bei Sifs verdammt prächtigen Rundungen. Ihr habt es geschafft. Tut mir leid. Das mussten wir sehen. Oh nein. Nein. Ach, verdammt. Na schön. Passt so lange auf den Kopf auf. Ich kann das. Nein, ich kann es nicht. Na gut. Bereit. Komm. Ich hab die Pornos gefunden. Oh. War eine schöne Vergnügung. Frag den Chor mal, der im Hintergrund ist. Was ist das schön, der letzte Gang. Sehr harmonisch. Ist das jetzt wieder ein Ladebildschirm, Kappa? Schneller, ich wollte es genießen, Mann. Ich mach doch nicht diesen schönen Moment kaputt. Schau! Die Finger des Riesen! Vor uns ist der höchste Gipfel! Da vorne! Aber die Mutti hat auch ziemliche Ansprüche, ne? Bitte werf meine Asche am höchsten Punkt weg. Jesus, helf, Mann. Hat sich Umstände gemacht.
Wir kriegen jetzt die Waffen ab. Ja, Mann, wirf sie weg. Was machst du? Ach nee, er macht nur Sinn. Ich will nichts mehr verbergen. Er will die Natur höchstpersönlich sein. Wie Gott uns geschaffen hat. Sieht so schwul aus. Jetzt gehen? Es gibt doch dieses, so nah. Wie hieß das Game? Heaven's Sword oder so? Junge. Weißt du, welches Game ich meine? Auf der PS3 gab's das, mit dieser Frau in der Hauptrolle. So sah das aus. Taxi. Moment ruiniert, wo ist der Moment ruiniert eben? Ja, ich weiß, ich bin kein guter Let's Player. Ja, es war schön, ich weiß, verstanden. Hä, jetzt hat... So. Hä? Hat er die auch wieder um? So der Scheiß. Hm. Junge. Nichts, dachte nur, ich müsste Stimmen hören. Ich geh zur Toilette. Ich glaube, so richtig Bock hat er nicht auf das Game, ne? Egal, wir jetzt nicht über unwichtige Dinge reden. Wo sind wir hier? Sie sind wohl beim Verlassen von Midgard hier durchgekommen. Der Rest von ihnen. Wo sind sie jetzt? Die Riesen kamen in ihre Heimat zurück, um zu überleben. Aber haben sie es? YouTube-Video. Hm, wer ist der Wächter? Stehe ich auch. Ich müsste sie fühlen, aber ich tu's nicht. Dieser Ort ist tot. Was ist passiert? Warum hat Mutter uns hierher geschickt? Eine Frage ist beantwortet und zwei neue stellen sich. Der Ort. Geil. Deine Axt. Und Mutter. Da. Sie streitet mit ein paar Riesen. Sie kannte Riesen? Das sind wir. Da trafen wir zum ersten Mal die Weltenschlange. Aber wie? Unser Kampf mit Baldur. Aber der war doch eben erst. Warte. Okay, die Geschichte von dem Jungen, I guess. Alles, was geschehen würde. Der Drache im Berg. Der Steinmetz. Diese Zeichnungen. Das ist unsere Geschichte. Nein. Deine Geschichte. Aber was bedeutet das? Dass ich nicht der Einzige war, der Geheimnisse hatte. Alles gescriptet. Sie war eine Riesin. Sie war eine Riesin? Warum das Geheimnis? Hä, sind... Sie schickte uns her, damit wir das hier finden. Aber... warum so umständlich? Deine Mutter hatte sicher Gründe. Aus Gründen? Baldur war gar nicht hinter mir her. Er
ist die ganze Zeit ihr gefolgt, ohne zu wissen, dass sie nur Asche ist. Sie hatte einen Plan für uns. Dem vertraue ich. Egal, was es ist. Außerdem lag sie noch nicht falsch. Na komm, wir sind dem Ende schon so nah. Ja. Ja, sind wir. Was ist das? Sieh nur. Es ist Mutters. Sie war hier. Sie hat unsere Schritte vorausgesehen. Als wäre sie dabei gewesen. Sie hat uns beschützt. Jetzt wollen wir sich selbst. Na, er weiß das ja noch nicht. Hallo, Kaioken. Ich verstehe die Bedeutung von Riesen nicht in der griechischen Mythologie. Was sind Riesen? Weil. Weiß nicht, erkennt man Riesen nicht, Kappa? Ja. Keine Ahnung, ob die da irgendeine besondere Bedeutung hatten. Ich meine, wenn sie eine Riesin war, dann muss sie doch groß sein. Keine Ahnung. Nein. Wir tun es gemeinsam. Wenn das würde man doch erkennen, oder nicht? So. Diesen Scheißmoment haben wir jetzt 30 Stunden gespielt. Ach so. Okay, ich höre nichts mehr, merkst du. Wundervoll. Leb wohl, Fay. Ich hab dich lieb, Mutter. Was ist romantisch? Die Riesen sind wirklich alle weg. Hier gibt's nichts für uns. Komm. Also, Mutter war eine Riesin. Dann bin ich teils Riese, teils Gott. Und teils sterblich. Stimmt. Aber eine Sache verstehe ich nicht ganz. Eismischling. Mein Name an der Wand. Die Riesen nannten mich Loki. Loki. Den Namen wählte deine Mutter bei deiner Geburt. So musste ich ihr Volk genannt haben. Warum? Das klären wir ein andermal. Lass uns heimkehren. Das klären wir im Sequel. Die Credits schon. Aber wusste sie, dass es hier so aussieht? Richtiger Credits. Dass wir das sehen? Wollte sie, dass wir das weitererzählen oder geheim halten? Ich weiß es nicht. Was sollen wir tun? Ich überlasse dir, das zu entscheiden. Oh. Wieso habt ihr mich Atreus genannt? Ganz sicher nicht nach einem Gott. Nein.
Er war ein Soldat, ein Spartaner. Ein großer Krieger? Alle Spartaner sind große Krieger. Wir trainieren von Geburt an. Unser Leben bestand aus Disziplin, Pflicht, Kampf. Es gab auch noch nie, wo man sich irgendwann scheuen musste bei den Endcredits. Doch Atreus von Sparta. Ey, yo, Josh Hobson, Mann, danke fürs Game, vielen Dank. Dale Sun, guter Junge. Matthew Henry, vielen Dank fürs Engine Programming. Geiler Typ, Alter. Er gab uns die Geiler Hoffnung, Typ. Dass in uns, obwohl wir Kriegsmaschinen Raphael Grassetti, Alter, deine Charakterart war insane bitte. In diesem Spiel, Mann. Als der Tag kam, an dem er sein Leben in der Schlacht verlor, rettete sein Opfer zahllose andere und wendete die Schlacht zu unseren Gunsten. Ich trug ihn auf seinem Schild nach Hause und begrub ihn, wie in Sparta üblich, mit allen Ehren. Sein Andenken war ein Trost in dunklen Stunden. Wow, du hast eine tolle Geschichte erzählt. Ymir hat's verpasst. Ymir hat's verpasst. Ich verstehe, wenn du nach Hause willst. Aber ich wette, da draußen sind noch ein paar Valkyrien, die wir befreien können. Oder jemand anders, der Hilfe braucht. Vielleicht hat uns Mutter auch hierher geschickt, um anderen zu helfen. Ich meine, was würde Atreus von Sparta tun? Und was würde Loki tun? Komischer Arme. Gut, dass wir da eingenommen haben. Jungs, bin ich vielleicht froh, euch zu sehen. Ich hab die Nase voll vom Liebreiz. Ich hab mir einfach liegen lassen. Was war denn mit mir? Sie haben unangenehm ausgiebig Maß genommen und sich anschließend über das Wetter gezankt. Wohin sollen wir dich bringen? Wie wär's denn vielleicht mit irgendwo anders hin? War das jetzt schon das Ende? Ist das jetzt keine... Ist das jetzt keine endgültigen Credits? Spiel beenden? Also ein Schlafen. Es muss doch jetzt ein Blackscreen-Game mit Credits, Mann. Sonst endet doch kein Game. Come on, Junge. Bevor wir nach Midgard reisen, muss ich euch warnen. Es ist mehr Zeit vergangen, als ich da. Und der Schneefall, der begann, als du Baldwin getötet hast, hat zugenommen. Es ist ein Omen. Omen? Für den bevorstehenden Winter? Nicht irgendein, sondern ein so harter, dass er 3 Sommer lang dauert. Und ja, die Credits können auch die Credits gewesen sein. Ja, es fühlt sich doch gar nicht richtig abgeschlossen an. Ja, Schnee. Noch mehr Schnee. Und dann das Ende der verdammten Welt. Ungefähr in der Reihenfolge. Noch eine Prophezeiung. Nein, Bruder. Laut Prophezeiung sollte das frühestens in ein paar hundert Wintern passieren. Ihr habt etwas verändert. Ihr wart nicht eingeplant. Den Quest aus. Kann ich noch Credits bekommen, Denfis? Oder geht das jetzt nicht mehr? Sagt ihr, das ist Wimbolwinter? Ich spür's in meinem Schritt. Das ist der Boss. Ja. Hör auf, das zu sagen. Ziemlich unspektakulär gerade. Aber. Richtige Credits, wie komme ich an die? Nicht, wenn ich das Game 100% habe, oder? Geh einfach nach Hause und pennen. Bin zu Hause. Okay. Wo ist denn zu Hause? Wo ist denn zu Hause? Wenn Screen nur die Credits sehen will. Ja, ich auch das. Links unten im Kreis. Hier? Hier? Über das Wetter, über diesen kleinen Kälteeinbruch. Damit will er sagen, dass Wimbolwinter bevorsteht, Jungs. Der Winter, der alle Winter beendet. Ich spür's in meinem Schritt. Ja, ja, haben wir gehört. Wenn ihr Hallo? Wie das nicht mehr? Bewegung und versucht nicht zu sterben. Das hätte ich wenn ihr nicht auf dem Heimweg seid, gilt dasselbe.
okay. Muss ich dann endgültig fertig sein? Also, wenn ich das jetzt diese, wenn ich jetzt schlafen gehe nach Hause? Ja, okay. Gibt's eigentlich New Game Plus oder so? Der Turm hat den Eintrachtstein gefressen, oder? Ich wollte doch mal fliegen. Ja, das ist wirklich zu schade. Mensch, verdammt. Jetzt sag mir noch mal, woher Odin vor uns wissen konnte, dass wir nach Jüten gehen. Odin ist extrem schlau, weißt du? Beinahe so schlau, wie er es selbst glaubt. Und er sammelt Prophezeiungen. Geht es um die Zukunft, kommt es in seine Sammlung. So kann er sich immer als allsehend und allwissend inszenieren. Aber es geht natürlich um Kontrolle. Noch nicht? Kontrolle über die Zukunft, sein Schicksal. Er würde jedes Gebiet in jedem Land auf jeder Welt kontrollieren, wenn er es könnte. Er will jedes noch so kleine Widerstand. Die müssen halt noch das eine auflösen, das letzte Bild mit diesen Tentakeln, wo irgendwas rausgekotzt hat. Dass du eines Tages eine sein könntest. Ach, haben die es nicht in das Honey-PK erwähnt, dass er New Game Plus sein wird? Es ist wichtig, dass er recht. Aber dann müssen die ja ziemlich viel an dem Game verändern, oder? Beim New Game Plus? Wissen hinzugefügt. Geil, Mimis Geschichten. Endlich daheim. Perfekt. Kommt mir wie eine Ewigkeit vor. Etwas zugig vielleicht, aber viel besser als ständig Baumrinde in der Hose zu haben. Zeit zum Ausruhen. Ich schlafe bis zum Frühling. Ah ja, hier liege ich gut. Schlaf. Schon längst dabei. Mit Rüstung schlafen. Mal später. Was war das? Dein Bogen. Cliffhanger. Da sind sie. Da sind sie. Was für ein Cliffhanger. Das ist die Frage, wird es der nächste Teil sein mit dem Cliffhanger oder wird es ein DLC sein? Ja, du hast ja immer noch nicht geklärt. Ja, wir haben ein Spiel gespielt. Ja. Nice. Tatsächlich das zweite Spiel, was ich durchgespielt habe. Bei dem hast du den Copy-Paste schon vorbereitet. Das ist Thor. Mit dem Hammer, oder nicht? Der Donnergott. Ja. GG Kaioken, stupid piece of shit. Aber warum Jahre später? Haben die so viel gepennt oder was? Oder war es einfach nur ein Zeitraffer? Oh, kommt Thor's Hammer, das ist ja nice. Hab ich hingeguckt. Ja, cool. Weil wir das Game jetzt würdigen, bevor ich das rausnehme und meinen Cousin zurückgebe. Gucken wir es jetzt zu Ende. Applaus! Danke, Play, für den Applaus und schau von aus. Jetzt können wir wieder 24 Stunden Fortnite spielen. Jetzt kann ich wieder mit, League of Legends anfangen, oder? Wer hat Bock auf einen Aram? Wer hat Bock auf einen fucking Aram? So. Moment. Hier, Blade.
Hast du es eigentlich durchgespielt, das Game Poker? Kann dir gerne ins Ohr schreiben, wenn du willst, Pamara. Geil. Darauf hätte ich aber richtig Bock, Mann. Sagt mein Name, ja. Jesus. Aram? Aram, wenn du mal mit. Achso, God of War, verstehst du mich? Achso. Hast du hier, um schlechte Witze zu machen? Tatsächlich ist dein Humor gar nicht so bad. Tatsächlich. Du auch, Leute. Soul Blade ist hier zum Nerven. Horus für die schlechten Witze hier. Ja. Warte, was? muss schmunzeln. Halt's Maul. Ich weiß, was abgeht. Ja, irgendwie schon, weil du dann doch ziemlich aufs Gameplay achtest, weißt du? Du achtest ja schon so auf das Game. Und nicht nur auf irgendwelche oberflächlichen Dinge. Und machst halt darauf bezogen irgendwelche Witze. Deswegen denkt man halt, dass du da ein bisschen Ahnung hast. Warte, aber theoretisch hat Blade das Spiel jetzt mit mir durchgeguckt. Also okay, wahrscheinlich hat er noch nicht oft nicht geguckt, aber theoretisch. Ich sehe was nächstes. Fortnite? Ich hab halt gar kein Game mehr. Im Pedal. Ich hätte... Naja. Terra. Es ging ganz ein Lied. Ja, cool. Achso, es gibt noch ein Lied. Schön, wie im Kino, ey. Darf nicht aufstehen, weil man Angst hat, dass noch eine Post-Credit-Szene kommt. Guckt man erst diese ganze Scheiße durch und dann geht ein Lichter an und dann merkst du so, oh fuck, Mann. Läuft übrigens was Gutes im Kino gerade? After Credits. Das ist schön. Das Ding ist halt, ich hab früher, glaube ich, viele Story-Games gespielt, aber ich hab's nie geschafft, so. Jetzt, wo ich. So ab, nachdem ich League of Legends gefunden habe, hab ich's nie richtig geschafft, Games durchzuspielen. Oder die Disziplin zu haben, Games durchzuspielen. Weil am Anfang klingt es halt so mega lang, so, ach ja, du wirst ungefähr 20 Stunden brauchen für das Game. Und wenn mich dieses Game nicht 20 Stunden durchgehend fesselt, dann habe ich keinen Bock drauf. Aber geil, dass ich God of War jetzt in einer Woche durchgespielt habe. Und scheiß mal auf die ganzen Nebenmissionen. Ich finde das auch okay so, wenn man nicht die ganzen Nebenmissionen grindet. Dann geht's auch schneller für Zuschauer. Mehr Mods als wir, umgekehrt. Nachdem ich League angefangen habe, ich konnte auch über wen verloren. Ja, genau so. Nee, ehrlich, ich konnte nachdem ich League gespielt habe, konnte ich nur noch Dark Souls spielen. Dark Souls hat mir so die Hoffnung an Singleplayer-Games zurückgegeben. Ja, und jetzt, ich muss immer noch sagen, nachdem man die Ketten bekommen hat, ne, hat das Game einfach so abgenommen. Und auch noch dieses Recycling-Prinzip. Alter, die designen einen Boss, weißt du? Die designen einen Boss und verwenden den einfach 10-mal und geben dem einfach ein neues Aussehen. Das war scheiße. Und ich meine, Dark Souls legt doch auch ihren Fokus auf Bossfights, genauso wie God of War das doch eigentlich macht. Aber ich habe das Gefühl, dass in dem Game die Story irgendwie mehr im Vordergrund war, als das Gameplay an sich. So normal, so eigentlich. Die ganzen Runangriffe und die ganzen Updates sind ja ganz gut. Ja, ich mache einen Wall of Text, Alter. Und am Ende TLDR. Game sucks. Und ich fand die dann schon in einem Monat zusammen für Stardew Valley. Wollte mich nicht zu fühlen. Willst du noch Liga eigentlich? Soll ich? Nee, ich mach schon. Oh, schön. We would like to thank each individual at Sony Interactive Entertainment Aramaker for their contribution, support and dedication to success of God of War, with special recognition to the executive management team including John, Andrew, Sean, Shuhei, Scott, Jim, Sheldon, Eric, Jennifer, Steven, Glenn, Phil, Michael, Riley, Jennifer. So, bei Kürbetürken. Na,
Bin das zu schwach oder nicht? Immer noch stolzer Goldspieler, nice. Mit der Schlag kann man alles killen, echt? Ich habe so viel Stack-Away doch noch gar nicht. Ja, okay, es ist 2 Uhr, ne? Was soll ich noch anderes machen? Aber pissen eigentlich. Guter Zeitpunkt, um Schluss zu machen. Kein Bock mehr, sehr entschlüsselt. Ja, aber jetzt kommt ja eine ganze Medley, Alter. Sind dann Videogames mittlerweile mehr Leute beteiligt als an Filmen? Und schön, dass du gute Nacht. Alles klar, Blade, gute Nacht. Viel Spaß bei der Schule morgen. Same Pornos zu suchen, ich hab die doch schon gefunden. Schon gefunden und bewertet. Yourself, ui. Wenn du was genug haben, auch einen ganzen Ordner, ne? Einen ganzen USB-Stick. Ich frage mich, wo mein Laptop wiederkommt. Was ist eigentlich mit deinem Laptop, Kaioke? Ist der back? Hast du schon einen neuen bestellt? Und wenn ja, schick Link. 1 TB USB-Stick, ja. Das sehe ich mich. Oder einen ganzen Serverraum mit Festplatten. Könnte man auch machen, oder? Hat schon lange da, echt? Und wie ist der? Ist der besser? Können wir jetzt X-Ron erschauen? Public Viewing. Luke Young. Artist. Ah, die Musiker. Jetzt kommen die ganzen Asiaten in die Credits. Alles klar. Yao Xiang. Yan Li Feng. Xi Yun Feng. Xu Piang. Yang Peng Sheng. Yu Yang. Zhang Yiran. Su Ming Yun. Su Hang Fei. Blind Scrabble. Mood. Das sind die Studios. Sony Interactive Entertainment. Du musst so machen, laut Poro, Mann. Wie viele Menschen, weißt du? War schon krass, Alter, in so einem Studio. Wie viele so ein Spiel produzieren? Wahrscheinlich, also ich vermute, dass es sogar mehr Leute als im Film sind, oder? Safe Call. Special thanks to. Vielleicht kommt Joshua Olberg. Oder das Game. Wie ist denn die Bezahlung, wenn man so jetzt bei Sony arbeitet und an God of War was gemacht hat? Wir müssen mal zählen, wie viele hier dabei sind. Und dann gucken wir bei Ant-Man and the Wasp, gehen wir alle ins Kino und zählen dann. Und das ist so viele Infos auf Gaben, ey. Bibi! Oh, Ken! Ey, Kaioke, bist du das? Ken, Kikuchi, Yohei, Okuda. Mensch, da kriegen wir noch die 3 Stunden voll im Dings auf YouTube. Zencap. Das hat ja immer deinen Künstlernamen dabei. Ey, das ist Joshua Masahiro Fuji. Das ist mein richtiger Nachname. Joshua Masahiro. Eigentlich müsste man für die YouTube-Atmosphäre jetzt so machen. Warte. Für Full-Atmosphäre.
Das triggert mich ein bisschen, dass die Credits im Kinoformat sind. Als ob Blade jetzt mit dem neuen Deckard kommt, Alter. Du bist so ein Autist, Alter. Du bist so ein Autist. Alter, sind die Levels lang, Mann. Die sind ja richtig lang. Ich hab grad mein Penis draußen, ihr seht es nicht. Noch ein Song oder was ist das jetzt? Noch ein Song, what the fuck? Das sind die längsten Credits ever. Das sind die längsten Credits ever. Oh, was zur Hölle. Die Bionade. Ich weiß nicht, ob Spieleproducer so viel verdienen, oder? PDSG Visual Arts. PDSG Visual Arts Production. Wozu brauchen die einen Mixer? Für die Smoothies. Ich weiß auch mal, deswegen sich durch. Ja, deswegen. Aber jetzt gehe ich mal nicht davon aus, dass sie ihn so hart bezahlt haben. Ich meine, so ein Make-up-Artist hat wahrscheinlich nicht so viel verdient. Vor allem, hä? Make-up-Artist? Make-up-Artist? Okay, fürs Ingame-Make-up oder wie? So einer auf den. Jo, die Person solltet ihr so und so, so schminken oder was? What the fuck? Too much Greenscreen. Geschminkt sein, ja. Aber Alter, wir planen so ein großes Projekt, ne? Ich meine, sie sagen sich so, ja, okay, jetzt fangen wir an God of War zu machen. Was sind so von Anfang bis Ende, wie viele Schritte da sein müssen, ne? Über wie viele Ecken und Kanten so alles gehen muss. Das ist doch richtig krass eigentlich in so einem Entwicklerstudio. So im Mediagramm. Safe Call, Mann. Safe Call. Okay, ich muss dich mal was fragen bezüglich Eclipse. Nein, hab ich mal dran gekappert. Geh mal kurz pinkeln, ne? Wenn ich wieder da bin, will ich, dass die Credits zu Ende sind.
Na toll, ich bin da und Credits sind immer noch nicht vorbei. Jetzt Batman. Aber wir genießen doch die schöne Musik dazu, oder? Die ist doch wundervoll. Wundervolle Musik. Ist die neue von DS? Ist von mir? Ich bin mit Björn gewettet, nicht mit mir. Achso. Dein Geld, ja. Überweise ich dir. Gib mir deine Bankdaten und dein PIN, dann, dann überweise ich dir das auf dein Konto. iFamous. Habe ich Eclipse gelesen, gern. iPads. Bestes Programm. Wollen wir jetzt einen Programmierstream machen, Kappa? Kannst du deine 4 Euro haben? Scheiße. Game hat nicht funktioniert. Wo ist Jamal? Wo ist Blade? Ich klatsche in Java, höre wieder einer dieser ich vermisse dich Phasen. Famous kennt die Memes mittlerweile. Er kennt die Memes. Gebe ich mir das eigentlich noch? Wir wollen ein Spiel ein würdiges Ende geben. Wir wollen die Menschen würdigen, die dieses wundervolle Spiel kreiert haben. Ich meine, wir müssen uns auch bei Sinja Lee bedanken oder bei Jace Dice. James Dice. Alter, 4G nicht, du sparst. Man, der wird auch grinsen. Das ist doch wunderschön. Ich mach auch die Cam wieder an. Ich komme mir gerade vor wie so ein Rating-Simulator. Ich will, dass mein Laptop wiederkommt. Habt ihr schon mal bei Elektronikmärkten euer Gerät eingeschickt? Wie lange das dauert? Eigentlich will ich gehen, aber ich habe schon so lange gewartet, jetzt will ich das durchziehen. Hast du ja meinen Laptop, mein Tablet. Die meinten zu mir, dass sie es zu Microsoft schicken und dass Microsoft mir wahrscheinlich ein Ersatzgerät schickt. Also halt zum Mediamarkt. Mal gucken, ne? Dreimal eingeschickt. Ich habe auch Angst, dass sie mein Gerät tauschen und dass ich dann ein kaputtes Gerät zurückbekomme. Also das Ding ist, die reparieren es nicht, sondern die tauschen es wahrscheinlich aus, aber wahrscheinlich ist es so ein... Es ist kein nagelneues Surface, sondern es ist wahrscheinlich ein... Keine Ahnung. Kein Ersatzgerät. Ah, es ist unlucky. Aber wahrscheinlich musste. Ich weiß, ihr musstet bei euch was reparieren. Bei euch musste repariert werden. Und hattet ihr Garantie noch drauf oder nicht? Ich glaube, wenn man Garantie hat, da ist es doch gar nicht so lange, oder? Ich brauche ihn halt für die Uni, mein Laptop. Das ist das Ding. Und wenn er nicht kommt, bin ich gefickt. Aber der meinte halt Legend einfach 7 bis 10 Tage. So lang kann es gar nicht dauern. Hast du das Geld zurückbekommen, Lukas? Das Alter, das dauert ja richtig lang, Mann. Ich sag's euch, Filmcredits wären schon lange vorbei. Es arbeiten, glaube ich, viel weniger Leute an Filmen als an Spielen. Aber was nimmt mehr ein? Filme oder Spiele? Wahrscheinlich auch Spiele, ne? Wenn die 70 Euro kosten. Dass ich 1000 wieder bekomme, okay, das ist nice. Brauchst du einen Anwalt oder so? Skip. Ich hab echt nicht erwartet, dass die so lange dauern, Alter.
100 Euro weniger. Warum weniger? Wieder die Filme anreichen. Ja. Also hier so geben, okay, das ist krass. Ich werde mich auch beschweren, wenn ich den nochmal reinschicken muss, ne? Das Geile ist, mit dem Geld kann man theoretisch halt Neues kaufen. Ich habe halt gehofft, dass sie mir das Geld wiedergeben oder so. Und dass ich mir dann mit Aufpreis halt ein neues Gerät kaufen kann. But I guess, das wird nix. Das hat nicht schon von Balle. GTA 5 ist ganz oben dabei. Dann GTA aber auch krass. Wenn das GTA 6 irgendwann rauskommt, das wird nochmal so ein Feuerwerk. Ich meine, wie lange die GTAs haben so eine geile Reihe, weil die sich so Zeit dabei lassen und nicht wie bei Assassin's Creed oder so jedes Jahr rausbringen. Und dann kommt GTA 6 für die PS5 oder so. Dann kommt. Ja, Leute. Ich glaube, morgen um 7 sind wir fertig. Ich glaube, wir können alle pennen gehen und wenn wir aufwachen, dann laufen die Credits noch. Ach du Scheiße, ich hab das voll unterschätzt, Mann. Spontaner 24-Stunden-Stream. Was ist mit Datenschutz, Leute? Ich darf die ganzen Namen noch gar nicht on-stream zeigen. Wenn die Credits dann noch gehen, krieg ich 10 Euro, ja. Auf jeden Fall. Wie wär's als nächstes Projekt GTA RP Roleplay? Ich stell mir das gar nicht so bad vor eigentlich. Ich stell mir das ganz witzig vor eigentlich. Oh nein, Roleplay. Disco. Mit Tim. Möchtest du, dass wir in die Kugel gehen? Meinst du ja zu GTA oder zu Fortnite, Kaioken? Stimmt, ey, wann kommt der Battle Royale GTA-Deals hier raus? Aber ich weiß nicht, wo ich noch voll. Ich weiß noch, wo ich voll aktuell in GTA Online war. Ich hab das früher so gesuchtet. Da habe ich noch gar nicht gestreamt. Mittlerweile ist so viel Neues rausgekommen. Am Anfang, als GTA Online, als die da ihr Multiplayer rausgebracht haben, gab es noch so Money-Glitches, wo man sich richtig viel Geld machen konnte. Das habe ich halt ausgenutzt. Weil, wenn ich das nicht gemacht hätte, man müsste so viel grinden. Ich hätte halt irgendwann so ein 200k Apartment und mit so 10 Autogaragen. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile größere gibt. Und außer mit einer richtig geilen Location. Was ja schon wichtig ist in GTA eigentlich. Hast du ja auch gemacht, ja geil, Mann. Mit dem Autos, irgendwas war da. Man konnte die irgendwie verkaufen und dann hatte man die trotzdem noch und dann musste man die ganze Zeit kaufen fahren. Mensch. Bin jetzt noch 30 Minuten. Ach du Scheiße, ernsthaft? Oh. Geil. Deswegen ist irgendwann mal mein Geld dann trotzdem leer, ne? Kann man links posten? Nee, kannst nicht. Ja, weil wir gucken das jetzt durch, Mann. Ich glaube, wir haben schon 15 Minuten, oder? Oder 20 Minuten haben wir safe. Ich glaube, wir sind fast am Ende. Come on. Das halten wir noch aus. Hälfte haben wir. Ich glaube, das ist das letzte Lied, Leute. Ich glaube, das YouTube-Video wird gebannt, weil da zu viel Musik drin ist. Von God of War. Gecopyrightete Musik. Jetzt mal ein paar Sachen von, damit ich es einfacher. Digital Communications, CRM, CRM Manager, CRM Production, also alles, was mit CRM ist.
Ryan Chen, Richard Galford. Strategic Brand Planning, Innovation and Communication. SR Director Peter Summers Grill. Consumer Insights. Director Consumer Insights Ethan Stern. Digital Communications Director CRM and Web. Also CRM kenne ich irgendwo den Begriff. Na, gute Nacht, hey, müssen wir nicht schlafen. Müssen wir morgen arbeiten? CRM kenne ich aus Wirtschaftsinformatik Anführung irgendwo her. Den Punkt noch gemeinsam. Oh. Ja, dann müsstest du mich wieder babysitten, Famous, weißt du. Ich hab heute im Inkrement weitergemacht. Montag bis Dienstag, Alter. Geiler Job. Ich mach morgen um 10 Uhr weiter mit Proggen. Dann bin auch wieder stuck im Inkrement 5. Und noch ein Pizza. Ich hab noch Pizza hier. Ich glaube, ich mach das im Ofen warm später. Auf jeden Fall Stunden arbeiten. Also Montag 12 Stunden, Dienstag 12 Stunden. Geiler Job. Wie viel verdienst du? Mittwoch, ach so. Du hast Montag bis Dienstag geschrieben. Okay, gut. 2 Stunden am Tag sind noch viel, ne? Hast schon mit dir geredet. Ich dachte, du warst der, der gesagt hat, dass er nicht so viel verdient, ne? Ich glaube, es war ein anderer. Oder warst du der, der nach einem Jahr mehr fordert? Ich weiß nicht, ob was du könntest machen. Der will Sondercredits haben. Wer die Credits gemacht hat, hat seinen Namen überall dreimal versteckt. Damit er die Props bekommt. 2 Minuten, nice. Wir haben fast. Wir haben erst mehr von. Okay, dann was dachtest du das? Okay, cool. Weiter den ganzen Namen. Human Resources Personalabteilung. Das ist auswendig. Das muss ein mega der Job gewesen sein, die Dings zu machen. Das ist so ein 450 Euro Aushilfsjob, was er über das ganze Jahr macht, wo er die ganzen Mitarbeiter ausschreiben muss. Und dann noch die Musik einfügen. Aber das Tor, da kommt er schon ganz geil eigentlich. Aber ich will, dass das Tor genauso aussieht wie der Schauspieler von Marvel. Soll genauso aussehen. Ja, das sieht gut. Oh, den vorbei! What? Poggers! Oh mein Gott! Soll die halt eine Kooperation machen. Aber das Game ist erst im April rausgekommen, oder? Ja. Zlib.lib. Zlib General Purpose Compression Library. Jetzt muss das Logo nochmal kommen. God of War. Komm schon. Come on. Atreus, bist du bereit? Ja, aber ich habe was Seltsames geträumt. Fimbulwinter war vorbei und Thor kam zu uns, hier zum Haus. Es war nur ein Traum. Aber es war so anders, so real, als wäre es die Zukunft. Es war nur ein Traum. Dann beschäftigen wir uns morgen damit. Heute können wir noch einiges tun. Komm. Können wir nochmal schlafen? Schade.
Ich wollte auch mal die Credits sehen. Aber ihr könnt ihr auch gerne auf YouTube sehen, wenn ihr wollt. Okay. That's it. Ich würde sagen, wir machen das morgen nochmal, oder? Dann haben wir, denke ich, eine gute Grundlage. Nice. Aber noch ein schönes Foto zum Abschluss. Ein schönes Foto. In diesem Sinne. Alter, geiler Fotomodus eigentlich. In diesem Sinne sage ich, tschüss für YouTube. Irgendwelche abschließenden Worte für das Game. Aber wahrscheinlich ist dieses, ich habe 5 Aufrufe für diese Videos, Alter. Was juckt mich das? Tschüssi!